Ja, guten Abend. Draußen an den Bildschirmmonitoren. Mein Name ist Hermann Pfanne und ich begrüße euch alle auch im Namen von Simracing Deutschland und mein Lieblingsmoderator Timo Frank. Hallo Timo. Guten Abend, Hermann. Guten Abend, liebe Zuschauer, zum dritten Lauf des Porsche Carrera Cups bei SRD und heute auf Adelaide. Und bevor wir gleich starten in das Getümmel, macht der Hermann noch mal kurz eine kleine Vorstellung vom Verein. Ah, ich muss mal schnell nur das Fenster ein bisschen hier hinkriegen. Ah, das lässt sich super verschieben. Ob ich dir helfen dürfte. Ja, mach du mal. Wenn du So, jetzt haben das wir ja schon. Ah, geht so. richtig super, ne? Ja. Hatte ich Na? vergessen, hab zwar alles vorbereitet, aber wunderbar im Vollbild. Klasse, ne? Ja. Das lässt sich Also. wirklich schlecht verschieben, aber jetzt haben wir es, glaube ich. Jawohl. Herzlichen Dank, Timo, für deine super Hilfe. Wir sind jetzt hier bereit, schon auf der Homepage leicht zu finden, simracing-deutschland.de oder in irgendeiner Suchmaschine die beiden Begriffe Simracing und Deutschland, Enter und dann hat man es meistens gleich schon als ersten Treffer. Ja, jetzt werde ich die Seite auch gleich mal aktualisieren, dann sind wir sind full green hier, wir sind online, wir streamen jetzt auf Stream 4, wer es nicht bekommen, wer auf Simracing Deutschland nicht ist, sondern auf MultiBC oder SimSport TV. Hier gehen wir auf den Button Serien, das ist das Entscheidende. Gehen wir mal hier auf Porsche Cup 2013. Na? Ah ja, es will mal wieder. So, da habt ihr jetzt die Möglichkeiten, Übersichten zu sehen, Meisterschaftsstände, hier alles auf dem rechten Bereich. Hotlaps, Ergebnisse, Meisterschaftsinfos, Reglement, was euch alles interessieren könnte. Wir werden uns jetzt noch nichts groß anschauen wegen den Ständen und konzentrieren Sie uns nur hier auf den Bereich Live View. Dieses grüne, größere Bereich, da klicken wir einmal drauf. Dann kommt hier zuerst der Player, wo wir hier gerade streamen. Das halte ich natürlich jetzt an wegen der Rückkopplung. Und darunter habt ihr dann den Live View. So, wir sind in der Qualifikation. Keine Sorge. Es ist nichts verpasst, hier fährt noch keiner. Und da könnt ihr dann sehen, es ist noch rot, wird gleich dann losgehen und freigegeben werden. Dann haben wir die einzelnen Fahrer, die beste Rundenzeit, die Runde. Dann haben wir den Split oder Gap oder letztendlich auf Deutsch den Abstand. Dann die 1, 2, 3 S, das sind die Sektoren. Strecke in drei Reihen und ein. Dann haben wir den Last, also die letzte Rundenzeit. Und ganz wichtig hier hinten der Status. Alles ist zurzeit in der Box. Und das ändert sich dann natürlich, wenn die grün sind und draußen auf den S1, 2, 3 rumfahren. Und dann gibt es noch ein paar andere Meldungen wie DNF, Did Not Finish. Die stehen dann auch später weiter hier unten. Das heißt, sie sind ausgeschieden. Dann gibt es welche wie hier in der Pit, also in der Box. Später aufpassen wegen Boxenstopps. Dann haben wir noch was wie PEN. Das sind die Penalties, die Strafen. Da geht es jetzt los. Die ersten rasen raus. Ihr seht, hier sind jetzt auf dem grünen Bereich. Die oben Ampel ist grün. Qualifikation in Australien, Adelaide. Heiß und schwül hier in der Kabine. Boah. Aber wir kämpfen natürlich weiter. Alles für euch. Ja, besser als der kalte Winter. Aber Hitze ist dann schon ganz schön krass, wenn man hier einfliegt. Kann ich euch nur sagen. Volles Grit hier. 27, 26 sind es, bei uns müssen wir abziehen, voll dabei. So, jetzt gehen wir nochmal zum Thema Chat kurz rüber. Da nämlich habe ich schon vorbereitet, sind jetzt hier auf dem Stream 4 Button, wo ihr auch suchen könnt, unter simsport.tv oder unter der alten Bezeichnung oben hier eingezeichnet in multibc.tv. Hier wäre jetzt für euch wichtig, hier oben gibt es einen Button, ganz am Anfang, Full Page Chat. Da klickt ihr einfach drauf. So, wenn ihr da drauf seid, dann öffnet sich der Chat, wo ihr mit dem Timo und dem Hermann hier mir und natürlich den anderen Interessierten chatten könnt. So, jetzt könnt ihr euch hier Sign-in machen. Ich mache einfach mal Dismiss. Ich nehme hier diesen Sign-in. So. Und ihr müsst das nur einmal machen und dann merkt er sich das. So, sage Enter, bitte nimm dich nicht die Facebook, das ist zwar hier angezeigt, aber die funktioniert nicht. Manchmal muss man hier einfach abbrechen, die Seite neu aktualisieren, das ist manchmal ein bisschen komisch. Seht ihr, der Max Muster ist jetzt da mit einem netten Picture.
So, wir sind Sign-In, hier kann man Sign-Out machen. Und jetzt wählen wir uns einen Room, einen Raum aus. Normalerweise Logik immer, ne? Nach Stream, wo wir gerade streamen. Wir sind auf dem Vierer, da ist schon einer drin. Ja, so, und dann gehen wir auch auf den Vierer und dann wären hier rechts ein Max Muster und ein Hermann van der jetzt im Raum. So, jetzt kann man auch aus Versehen nochmal den falschen Room auswählen. Deswegen mache ich mal hier, seht ihr, Exit Room. Ja, und dann kann man sich da nochmal neu einwählen. So, geh wieder rein. So, hier unten sind die Messages und so weiter, das brauche ich euch nicht weiter erklären. Also, so viel zum Thema Chat. Wir freuen uns, gibt Hinweise, vor allem für Störungen oder sowas. Wir können natürlich nicht dauernd darauf eingehen, aber wir versuchen Fragen zu beantworten. Auch vielleicht die ein oder andere zu den anderen Serien, die jetzt kommen wird. Oder was Simracing als Deutschland als solches angeht oder auch mal für ziemlich Neubewanderte versuchen wir auch Techniken zu erklären. Also es gibt hier keine dummen Fragen, fragt euch, wir freuen uns drüber. So, das werde ich jetzt alles mal wegen Rückkupplungen canceln. Werde noch mal schnell den YouTube-Channel dafür aufschmeißen. Wir haben noch ein paar Sekunden. Na, das lasse ich auch. Das machen wir gleich. So, und gehen wir einfach mal hier, dann bleibt er offen. So, und dann wollen wir uns ja auch der Qualifikation zuwenden. Da gebe ich jetzt wieder die Regie ab an Timo. Der wird wieder die Kamera führen und ich werde mich dann auch gleich dem Geschehen widmen, was denn schon passiert ist. Sage euch mal schnell die Top 5 in kurzer Reihenfolge. Wolfgang Hans auf der 1 mit einer 1.19er Zeit, also die muss man wohl hier fahren, wahrscheinlich vielleicht sogar noch eine 1.18. Dann Benjamin Sander auf der 2, Lars Kuba auf der 3, Max Melamed auf der 4 und Michael Heidorf auf der 5. Und jetzt sind wir hier auf der Strecke in Adelaide. Ja, Australien, Hammer, ne? Von dem kalten Deutschland. Timo, da ja, geht die absolut. Pest ab, ne? Ja, nee, da ist der Kreislauf bei uns beiden Moderatoren schon zusammengebrochen, als wir hier ankamen mit dem Flieger. Das ist schon ein relativ starker Umstieg, auch was die Strecke angeht. Die ist richtig traditionsreich, also die hat einiges aufzuweisen. Insgesamt ist die Strecke schon sehr alt, also das erste Rennen, das fand hier quasi bei der Formel 1 von 1985 bis 1995 statt. Und ja, das ist schon nicht schlecht. Niki Lauda hat hier zum Beispiel sein Abschiedsrennen gefahren. Ist damals als führend liegender ausgeschieden. War dann vielleicht kein so guter Abschied, aber nichtsdestotrotz war wirklich eine gute Karriere, die er da abgeliefert hat, auf jeden Fall. Ist eine sehr traditionsreiche Strecke. Hier fand übrigens auch der 500. Formel 1 Grand Prix statt. Also das alles ein bisschen nebenher, da rühmen sich da ein paar untereinander, die da sagen, ah, die Strecke ist hammermäßig, die ist super und die ist auch wirklich gut. Ist ein permanenter Straßenkurs, also hier fahren auch normale Autos, wird halt dann für das Event abgezäunt, dass da quasi die Autos drauf fahren konnten. Ja, gerade eine Blitzeinmeldung hier rein. Oh, das wird teuer, ja. Ja, ja. Michael Heidorf zeigt uns gleich mal, wie man nicht durch diese engen Passagen fahren muss. Aber das ist eben ein großes Problem, weil wenn du hier mit deinen 450 PS durch die Straßen fährst, da haut sich quasi wie ein Flipper von der einen Bande zur anderen, wenn du nicht aufpasst. Und du musst eben schon sehr, sehr nah am Limit fahren, wenn du dann eben hier bei den Top-Fahrern wirklich noch eine gute Zeit abliefern willst. Max Melamed zeigt nunmehr seine Klasse, 1.19.041, ist nun im Moment auf der ersten Position. Ja, die Blitzmeldung jetzt schnell nachgereicht, gerade hier reingeflogen per Papierflieger und zwar ist der Kurt Koop leider beim rausgeflogen aus der Qualifikation, kann also jetzt nicht wieder rein und fortsetzen, weil wohl ein anderer Fahrer doch noch verspätet reingekommen ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich die genaue Ursache ist, aber das hat dazu geführt, dass der Kurt auf jeden Fall schon mal draußen ist und der wird also jetzt nicht weiter teilnehmen. Im Bild hier Bernd Giel, einer der Piranhas. Die Piranhas, die ist ja richtig stark, ne? Also, ach, Timo hat es ja gar nicht mitgekriegt. Der hat doch, mich doch. Ja, die ersten beiden Runden hier so alleine gelassen, ja. ich habe es natürlich verfolgt, ja. Also, man muss sagen, sie haben Personal aufgestockt und bisher macht das Team wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ruben Denker ist ja ganz frisch dabei in dem Team, der ist sowieso, hat sich schon im letzten Jahr so da schon ein bisschen angedeutet, dass er da in Zukunft ein bisschen stärker unterwegs sein wird und der hat meiner Meinung nach
so eine kleine Leistungsexplosion. Ich bin mal gespannt, was dann noch so alles kommen wird. Also die Piranhas, wie du schon sagst, Hermann, die sind dieses Jahr wirklich stark. Jedenfalls, hoppala, was ist denn los? Jedenfalls zu Beginn der Saison, ich hoffe, dass sie auch wirklich dieses hohe Niveau auch weitertragen können, weil bei vielen Teams ist ja so, dass am Anfang eben die Leistungserbringung sehr, sehr groß ist und dann mit der Zeit ein bisschen abflacht. Wenn die Piranhas schaffen, wirklich permanent auch eine gute Leistung abzuliefern, dann ist es auf jeden Fall ein Team, wo wirklich man vielleicht bei einem ein oder anderen Rennen drüber staunen kann. Ja, definitiv. Wir haben jetzt auch wieder mal vielleicht wieder ein kleines Blitz. Info hier, wir haben rund die Hälfte ist jetzt weg, es sind nur noch 6 Minuten, 58 Sekunden drauf, also schon etwas über die Hälfte von den 15 Minuten Qualifikationszeit. Und da haben wir folgenden Stand, Lars Kober führt vorne, wie bereits von mir angedeutet, man nach nicht 18er mehr. Zeit. Tim Heinemann schnappt sich Halli in diesem Moment mit. Riesen Vorsprung, ja! Ja, absolut. Ein Tausendstel. So ja. Wenig, dass hier nicht mal auf unserer zweiten Detailansicht eine unterschiedliche Differenz draufsteht. Also es ist quasi eine identische Zeit, die Tim Heinemann hier fährt, wie Lars Kober. Geht ganz schön eng vor dazu, oder? Ja, Mann, das ist ein Wahnsinn, oder? Ja, der Tim wird sagen, gescheiden drauf, den Millimeter lege ich vorne, ne? Ja, das waren dann wirklich Millimeter. Jörg Burkhardt verbessert sich gerade auf die 12. Position. Ja, und die also, Fahrer haben noch knapp 6 genau. Minuten Zeit, sich für das Sprintrennen quasi zu positionieren. Ui, 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 presst hier sich durch. Da schauen wir uns das Ganze nochmal in der Onboard-Kamera an, was hier das große Problem ist an der Stelle. Können wir gleich mal sehen. Erstmal hier nicht ablenken durch die Whisky-Werbung. Und dann muss man aufpassen, dass man hier eben schön einlenkt. Und wow. Da gab es den kleinen Toucher. Ja, weil die rechte Innenseite zu stark noch berührt, ja. Also einen Streifschuss kann man sich erlauben. Aber das war noch zu viel, ne? Der Porsche kann schon ein bisschen was ab. Ja, schnell mal wieder. Oh ja. Ach nee, Lars ist noch Zweiter. Benjamin Sander bleibt weiter Dritter. Das sind die einzigsten drei zurzeit mit einer 18er Zeit. Max Melamed ist knackt da aber schon ziemlich dicht dran mit einer 19-0. Wolfgang Hans auf der 5. Julian Kühn, unser Überraschungsmann aus der V-Rock 2012, die ist ja voll dabei, dicke drinne hier und voll im Geschehen dabei. Also wir freuen uns, dass er hier fortsetzt. Gutes Ergebnis, auch die ersten Rennen waren sicherlich von den Qualifikationen, natürlich nicht immer von den Ergebnissen, aber da gehört ja auch ein bisschen Glück dazu, ganz gut dabei. Thorsten Dobig auf der 7, Thomas Meyer auf der 8. Michael Heidorf, doch recht überraschend, weit hinten im Moment auf der 9. Kriegt es vielleicht auch noch nicht so ganz perfekt mit den einzelnen Sektoren hin. Ist auch nicht so ganz einfach. Wir sehen das ja hier. Was muss perfekt funktionieren. Und Oliver Scharlach auf der 10. Ja, dann kommt der erste Pro-Driver hier. Das für den einen oder anderen nochmal erwähnt. Wir haben hier einige reale Rennfahrer dabei. Und der Marcel Jelinowski ist ja einer der Top-Card-Champion hier in Deutschland und Europa. Und wenn es so weitergeht, dann wird er vielleicht auch noch in die fortführenden Bereiche vorstoßen können, wenn natürlich immer die Finanzfragen stimmen. Das ist ein anderer wäre jetzt hier der Patrick Lummer. Der kann jetzt leider nicht so weitermachen nach dem Card-Phase, weil er einfach nicht diese Förderung finanziell hinbekommen hat, um dann die Fortsätze zu machen. Ein anderer Topfahrer, den wir hier oft gesehen haben, nochmal als Hinweis, weil er noch gerade im Auto sitzt, live und auch gut dabei. Der fährt die 24 Stunden von Daytona, jetzt gerade in Amerika. Das ist der René Rast. Das Auto hat ein bisschen nicht gehabt, aber sie liegen noch in der Führungsrunde, wenn jetzt alles gut läuft, in einem Audi R8. Und können durchaus vielleicht noch was machen. Oh, René Rast im Moment jetzt auf dem zweiten Platz vorgefahren. Wir freuen uns, wünschen nach Amerika alles Gute. Vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich toll, eine Podiumsplatzierung für den René. Das mal so als kleiner Blick über den Teich, weil wir das mal hier angesprochen haben. Ja, vorhin war das Auto nämlich ein bisschen gehandicapt, hat eine Runde verloren. Super, haben sich also sogar wieder auf den zweiten Platz vorgefahren. Schnell hier zum aktuellen Renngeschehen zurück. Timo, hat sich was Dringendes verändert? Ja, im Prinzip nicht. Hier probierte mal Lars Kober seine eigene Zeit zu knacken.
und damit auch der Zeit von Tim Heidemann. Hier sehen wir Michael Heidorf verbessert sich von der 6 auf die 4. Ist auch ein großer Schritt. Also das ist ein richtig starker Michael Heidorf heute. Bin mal gespannt, wie das im Rennen heute aussieht. Allgemein etwas hinten gibt es größere Probleme. Da sehen wir ein Auto sich wegdrehen. Eben gerade in dieser heiklen Passage, dieses Speedstick Corner, das haben wir vorhin schon öfters gesehen, dass da quasi ein paar Autos anecken. Ich bin echt mal gespannt, wie das nachher, wie das nachher läuft. Ja, Lars Gruber, der zeigt uns mal, wie ein Porsche hier so alltagstauglich ist. Das läuft richtig gut, aber kostet natürlich Zeit. Ja, wieder eine neue Info gerade bekommen von dem Team Piranha Racing. Da, die haben also richtig dicke Kohle ausgegraben, Sponsorengelder fließen da ja wirklich diesen dicken Amazonas förmlich runter. Denn die haben ja nochmal richtig zugebissen. Tim Heinemann, der gerade Führende, ja. Wolfgang Hans und Thomas Meyer sind die neuesten Verstärkungen, die sich eingebissen und sozusagen verbissen haben. Also die nicht wundern, die fahren leider noch nicht in den Teamlackierung. Das wird in den nächsten Rennen dann noch nachgereicht und natürlich sowieso in den Premium-Serien. Also da werden wir also mal eine starkes Team sehen. Also danach werden die im Moment auf Position 1 und Position 5 und der Wolfgang Hans ist auf 7. Also Hammer, ne? Wow. Ja, Benjamin Sander hast du auch vergessen. Ah ja, er ist okay. Nämlich auf der 6. Position auch sehr gut unterwegs. Also wie du schon sagst, die haben gut eingekauft, würde ich mal sagen. Das läuft richtig gut. Und natürlich auch Altgesonnene wie Wolfgang Hans kommen anscheinend mit dem Porsche sehr, sehr gut zurecht. Ja, ja, nur noch wenige Sekunden, ne? Ja. Am besten, wir geben nochmal so einen kurzen Überblick, wie es denn gerade aussieht. Also Max Melamed hat sich gerade, während du gesprochen hast, Hermann, auf die 4. Position verbessert und hat damit Michael Heidorf einen Platz nach unten gedrückt. Hier sehen wir mal, wie eng das wirklich zugeht, wenn man da erstmal durch die Strecke düst. Das ist charakteristisch, ist die Strecke sehr, sehr interessant, weil sie eben aus vielen 90-Grad-Kurven besteht. Gerade eben der Bereich, in dem wir uns gerade befinden, da um die Flindler Street, wo wir jetzt gerade rechts einbiegen. Sehr, sehr lustige Angelegenheit, so straßenkursmäßig. Und am Ende der Strecke wird es dann immer schön kurvig, dann kommt man in die Race Curse und so weiter und so fort. Jetzt sehen wir nochmal diesen Speedstick Corner, der wohl wirklich schwersten Stelle auf der ganzen Strecke. Gucken, dass du hier gut reinlenkst und dann geht's auch schon wieder gleich zurück auf Stadtziel und hat, glaube ich, jemand geparkt. Du kannst nochmal auf Julian Kühn gehen, das ist der persönliche Bestzeitkurs 9. Weil Qualifikation ist ja beendet, aber die dürfen ja alle diese Runde noch zu Ende fahren. Das zählt für denjenigen, der da unsicher ist. Die begonnene Runde. Ah, sehr wichtig, da kann man sich hier noch ein bisschen Windschatten mitnehmen, das ist schon mal ganz gut. Aber es bleibt beim 9. Platz. Okay. Dann hätten wir noch Wolfgang Hans, hat sich noch verbessert, aber auch nur von der Zeit, nicht von der Platzierung. So, Markus Seufzer konnte sich nicht verbessern, nein. Haben wir noch was, der aktiv ist? Nein. Lennart Kaiser ist gerade noch unterwegs. Okay. Ja, aber das ist eine Zeit, die ist nur gelb, also bescheiden. Ja, und das bringt ja, uns das mehr. Das wird natürlich keine Verbesserung bei Lennart. Biegt ein in die Box. Wohl auch eher eine Ausrollrunde. Und damit wären wir durch. Alle Fahrer haben ihre schnellste Runde beendet. Und unten sehen wir nun die aktuelle Tabelle, wo sich denn gerade welcher Fahrer nach dem Qualifying befindet. Und Tim Heinemann ist damit ganz knapp vor Lars Kober, ist der Wahnsinn, auf der Pole Position. Lars Kober ist direkt dran, aber nur der zweite Platz. Und das ist ein wertvoller Meter, der Lars Kober da verliert gegen Tim. Jörg Burkhardt ist auf der 3. Position, Thorsten Lobinger auf der 4, Max Melamed 5., Michael Heidorf ist 6., Benjamin Sander ist 7., Wolfgang Hans ist 8., Julian Kühn ist 9., Thomas Meyer beendete das Qualifying als 10., Oliver Scharlach ist 11., Marcel Jelinowski wurde 12., René Nussbigel ist 13., Ulf Truskat, hallo, die Herren, ist 14., Peter Osburg ist 15., Ruben Denker wurde nach dem Qualifying 16., Lennart Kaiser, da sehen wir es jetzt nochmal,
als stattliche Tabelle ist 17. Dazzentini landete als 18. In den Rängen André Eisenhut ist 19. Philipp Mohr landete auf der 20. Position. Bernd Kiel wurde 21. Markus Seufzer 22. Karl-Heinz Kluth 23. Position. Sebastian Rocher auf der 24. Markus Bruch auf der 25. Und Luca Born-Gesser wurde mit dem 26. Platz letzter. Soviel zum Qualifying. Ich gebe ab an Hermann. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch hier an das Podium nach der Qualifikation im warmen, schwülen Adelaide. Ja, Team, wunderbar, klasse. Das Team hier von Simracing, von Piranha Racing freut sich. Der Jürgen dreht schon ab in Österreich. Also auch ohne Teamlackierung hat es geklappt. Ein super Ergebnis, die Pole Position eingefahren. Wir haben eben schon ein bisschen gewitzelt. Dir wird es egal sein, wie viel Tausendstel das waren. Der eine Millimeter hat gereicht vom Laskova, ne? Ja, das stimmt. Ich hatte am Anfang vom Qualifying ein bisschen Verkehr, konnte dann aber die Zeit fahren. Und am Ende vom Quali habe ich nur noch Fehler gemacht, bin immer in die Banden gerutscht, aber die Zeit zu Anfang hat ja gereicht. Ja, eben, wir haben da genau meine Berührung auch dann bei dir noch gesehen. Es ist halt nicht so einfach, man muss es auch auf die Reihe kriegen und da hat der eine oder andere auch immer wieder gekämpft, wir haben auch gesehen. Und dann kommen wir auch gleich zum Lars. Herzlichen Glückwunsch, Lars, an den zweiten Platz. Du hast auch immer mal dir mal einen Bock reingehauen, aber insgesamt, denke ich mal, bist du sehr zufrieden. Bist du überrascht? Überrascht ist eigentlich nicht. Also ich bin froh, dass ich Zweiter bin, aber bei der Dichte des Feldes kann es auch ganz schnell mal Sechster, Siebter sein. Also ich habe mir gerade die Abstände mal angeschaut, das ist ja schon sehr eng. Ne, bin froh und ja, ich hatte in dem letzten Stint hatte ich nochmal vor dem letzten Sektor nochmal 3/10 Vorsprung gehabt auf meine Beste. Hab's dann aber vergeigt in der Hairpin und trotzdem, also Startplatz 2, super zufrieden. Ich hoffe, nicht nur ich, sondern alle anderen kommen auch in der ersten Schikane gut durch. Ist aber sicherlich ein Vorteil, wenn du vorne stehst. Ja, das ist sicherlich gerade bei der Strecke hier erst recht ein Vorteil. Wir sind nun mal ein Stadtkurs. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an den Lars. Dann kommen wir zum drittplatzierten Jörg Burkhardt. Ein Dauergast aus ewigen Zeiten hier, ein nichts Besonderes, aber natürlich immer ein besonderer Erfolg, wenn man auch den Chef immer wieder hinter sich lässt, ne? Ja, definitiv. Glückwunsch an Tim und Lars. Ich bin selber überrascht, weil ich so eine Rundenzeit fahren konnte. Meine Besten waren bis jetzt knapp unter die 19, also 18,9. Jetzt mit der 18,6 sehr zufrieden. B3 kann man natürlich schön aus dem Startgerangel, falls da was passiert, sich raushalten. Ja, ich hoffe, das Rennen, dass alle gut durchkommen und bin mal gespannt. Ja, Sprintrennen ist nicht einfach, haben wir auch schon in den ersten beiden Rennen gesehen. Man muss den Start hinbekommen, kriegt man das nicht, dann wird man natürlich aufgeschnupft und das kriegt man eigentlich nicht wieder reingefahren. Deswegen wünsche ich euch alles Gute, im Besonderen den sauberen, guten Start und habt viel Glück, dass ihr da heil durchkommt. Toi, toi, toi fürs Sprintrennen. Danke. So, ich bringe die Jungs wieder weg in ihre Katakomben und der Timo wird euch dann noch ein bisschen weiter unterhalten. Jawohl, wir werden jetzt gleich ein kleines Video einspielen. Davor nochmal die Erinnerung, wir werden jetzt gleich folgenden Ablauf haben. Als erstes haben wir vor uns ein Sprintrennen von 15 Minuten. Nach diesen 15 Minuten werden die ersten 8 Fahrer gedreht. Das bedeutet, der 8er wird dann als erster starten und so weiter und so fort. Und dieses Hauptrennen geht dann ganze 45 Minuten lang. Und Verpunktung ganz normal 20, 18, 16, 14. Ihr könnt das gerne auf simracingdeutschland.de alles euch selbst nochmal anschauen. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum Sprintrennen des dritten Laufes vom PCC 2013. Von Sim Racing Deutschland. Jede Sekunde geht es auch gleich los. Ganz normal haben wir eine Formation Lab vor uns und werden danach dann eben das Sprintrennen sehen. Ja, Hermann, Sprintrennen,
Stadtkurs und 100% Schadensmultiplikator. Wie gut geht das? Ich finde, das geht sehr gut, wenn man in der Box steht und wartet die erste Runde ab. Also so wie wir quasi, ja. Nun ja, hat aber leider nicht jeder Fahrer hier, der heute fährt, das Privileg, draußen zu stehen. Ja. Wird eine heikle Sache, oder? Bei 15 Minuten, da will ja jeder so schnell vor, wie es geht. Ne? Das ist ein ganz heißes Teil. Also, ganz auch in der ersten Runde. Würde ich sagen. Aber diesmal könnte ich mir vorstellen, dass es da mal so einen Knoten gibt. Ja, weil durch die Rechts- und Linkswände, ne, das schiebt ganz schön zusammen. Ja. Naja, die größte Gefahr ist eben, wenn bei diesen 90-Grad-Kurven einer reinsticht und der andere ihn nicht sieht, also dann auch quasi voll in den rein lenkt, dann kann es da zu Stau kommen und es wäre in diesen unübersichtlichen 90-Grad-Kurven natürlich extremes Gift. Gucken wir mal, wie das gleich vonstatten geht. Um uns hier die Heckkamera, jawohl, ja. Und die Formation Lab beginnt. Also jeder, der Valencia gesehen hat, der weiß natürlich, dass die Fahrer hier sehr, sehr aufeinander aufpassen. So ist es nicht. Stadtkurs ist aber die andere Sache. Da werden wir mal gucken, wie das heute jetzt zur Sache geht und wie der Start der Fahrer abläuft. Wir sehen auch hier schon die ersten, Lars Kober unter anderem, die ihre Reifen aufwärmen. Kleiner Satz vielleicht noch zur Serie. Also der Porsche Carrera Cup, den gibt es schon seit 1990 und gehört also Porsche direkt. Von daher werden hier auch nur die Fahrzeuge quasi von Porsche, wie der Name es auch sagt, geliefert. Das sind relativ starke Autos. 1,2 Tonnen wiegt so ein Teil. 450 PS hat ein Fahrzeug und ist ein 3,8 Liter Sechszylinder Boxmotor. Also das Teil ist schon ordentlich, oder Hermann? Ja, auf jeden Fall. Halleluja. Im Besonderen, man kann sagen, das ist der erfolgreichste und größte Markenpokal, so muss man das ja ausdrücken, der Welt. Und dazu gibt es halt auch noch verschiedene Stufen. Wenn wir hier von Deutschland ausgehen, gibt es dann den Porsche Cup Carrera Deutschland. Da sind die Autos dann nochmal etwas günstiger. Da wird zum Beispiel als Hauptunterschied auch Stahlbremse gefahren, um nämlich Kosten zu sparen. Und der eine oder andere kennt eigentlich dieses Fahrzeug oder den Porsche Cup hauptsächlich im Rahmen des Formel 1 Wochenendes. Das ist dann der internationale, das ist die höchste Klasse. Ja, also über die Länderklassen, das gibt ja auch noch andere Länder, in denen der Porsche Cup gefahren wird, nicht nur in Deutschland. Und dort werden zum Beispiel auch natürlich Carbonbremsen gefahren und so weiter. Kostet dann auch alles gleich wieder einen Euro mehr. Und dementsprechend ist auch alles angepasst. Bist du so Fan von Stahlbremsen oder stehst du so eher auf Keramik, Hermann? Ich wäre meines Erachtens auch zufrieden mit Stahlbremsen, weil man muss ja nämlich letztendlich auch an die Kosten denken. Und sehr viel geht es ums Geld und ich denke, würde auch reichen, auch bei dem internationalen. Oh, das war das. Ja, es geht Start, schon ne? los. Es geht schon los. Wow. Ja, ich glaube, das hat man aus der Kamera gerade ein bisschen schlecht gesehen. Aber Tim Heinemann kommt auf jeden Fall gut weg. Jetzt schauen wir erstmal, dass hier jeder gut durch die ersten Kurven kommt. Ah, das sieht wunderbar aus. Es gibt schon die ersten Zweikämpfe. Oliver Scharlach und Ruben Denker. Und da hinten, ich weiß nicht, war das jetzt hier ein Leck oder haben sich hier zwei gerade gegen die Bande gepresst? Das geht natürlich dann extrem böse aus. Bleiben wir erstmal beim Getummel. Es ist unglaublich schwer, die Übersicht zu behalten. Ganz klar, Tim Heinemann vorne, der zieht auf jeden Fall weg. Großes Getümmel jetzt im Mittelfeld um Julian Kühn. Der ist 11. Thomas Meyer hat seinen 10. Platz behalten. René Nospicke auf Platz 12. Ja, jetzt zieht sich ein bisschen, jetzt kommt die Gerade. Dadurch kommt der Druck so ein bisschen weg. Wenn die erste Runde auch, sagen wir mal, die ersten zwei, drei Fahrer weg. Dann ist auch ein bisschen Beruhigung, ne? Zusammen. Ja, da kann wow, jetzt hier, so wie man gerade bei Dustin Dini und Ulf Truschkart sehr schön sieht, wow. Können schon die ersten Überholmanöver angesetzt werden. Kleine Berührung an der Stelle. Ja, das war dieser berühmte Lackausstaus. Ja. Oh, hinten auf die Ecke. Patrick haut da in die Bande und kriegt da noch eine mit. Wow, das ist die große Gefahr, die wir vorhin angesprochen haben. Passiert da nur ein Dreher, sind sofort mehrere drin verwickelt und jetzt steckt Patrick Lummer auf der 25. Position
erste Mannschaft. Da steht schon das nächste Fahrzeug. Das ist Lennart Kaiser, der da steht. Wow, und Thomas Meyer auf die 24. Position. Jetzt macht sich da etwas Frust breit. Nee, ganz klar. Also das ist schon etwas Frust, dass man so weit zurückfällt. Der 24. Platz ist schon sehr, sehr bitter. Thomas Meyer, wie erwähnt, von der 10 auf die 24. Und wir gehen etwas hinten. Da vorne brennt erst einmal an der Stelle nichts ein. Das sind Dini, André Eisenhut. Da haben wir gerade viele, viele Positionsveränderungen gesehen. Jetzt haben die beiden sich anscheinend im Moment lieb, während wir hier mit der Kamera zu ihm schalten. Dann schauen wir mal. Ja, das Ding hat auf Geraden eine gute Geschwindigkeit gehabt. Natürlich auch etwas von dem Windschatten profitiert, wobei das hier bei dem Porsche wohl eher nicht so stark ausfallen wird. Nun denke, attackiert hier Jörg Burkhardt, der nun sich auf 10. Position befindet. Ja, weit zurückgefallen, also großer Pechvogel hier beim Start. Und wir haben nur noch 12 Minuten, also hier kann man nicht so das Wettmachen. Die Distanz ist kurz, der Reifen spielt jetzt auch keine Rolle. Da hier gibt es nur volle Pulle, Galle Galle. Und da geht die Post aber auch ab, ne? Hier sehen wir ein demolierter Heckspoiler von Ulf Truschkat. Der war wohl, der Schaden entstand wohl bei dem Zusammenprall mit der Bande vorhin, als wir ihn gesehen haben. Dass das Teil natürlich aerodynamisch jetzt nicht mehr so ganz günstig funktioniert, ist ganz klar, aber in dem Sprint drin hat man natürlich nicht die Möglichkeit, das Ganze auszutauschen. Man muss sich jetzt einfach 10 Minuten lang quälen und mit dem demolierten Spoiler fahren. Sind das den Dini wieder mit der Kamera dabei? Ganz nah ist er dran an André Eisenhut. Aber André macht das zurzeit sehr gut. Nimmt die wenigen Möglichkeiten, die es bei diesem Stadtkurs ohnehin gibt, zum Überholen, nimmt er ihn den Dustin einfach weg. Und gerade hier auf die Gerade, eben Dustin die Möglichkeit sehen könnte, vorbeizuziehen, schafft es André immer, wie man hier sieht, ein kleines Polster aufzubauen, um dann eben vorne zu bleiben. Ja, ein bisschen angeregt, aber das ist völlig normal an der Stelle. Wir haben doch einige Fahrer. Timo, völlig normal. Ja, die Fahrzeuge, die halten schon ein bisschen was aus. Also es ist ja nicht so, dass du hier gleich deine Aufhängung zerbeulst, wenn du da gegen die Wand fährst. Ist schon richtig, ist der Porsche und kein Formelauto, ne? Das ist definitiv so. Der hat schon ein bisschen Blech, ne? Wie du sagst, der wiegt ja auch 1,5 Tonnen, ne? Also da ja, ist schon ganz, ein bisschen. Aber wiegt nicht ganz 1,5 Tonnen, aber allein 1 Tonne ist schon ziemlich gut. Vorne hat sich erstmal zurzeit nichts getan. Schnell kleiner über Tim Heinemann. Ja, wir haben hier Max Elamed, der zurückfällt. Hermann, du bist gerade ziemlich schlecht zu verstehen. Ja, jetzt müsste es wieder gehen. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, ich hab's erst gedacht, dann stimmt da gerade irgendwas mit deiner Internetverbindung nicht. Je nachdem, also Max ist zurückgefallen, aber einen kleinen Unfall. Und ausgefallen in diesem Moment, oder beziehungsweise schon ein bisschen länger, Sebastian Rohschau ist draußen, Karl-Heinz Kluth und Patrick Lummer, den wir vorhin gesehen haben, Unglücksvogel, der ist da leider, hat leider gedreht mit Einschlag. Das hat sich ein kleines bisschen abgezeichnet, dass der sein Fahrzeug abstellen muss. Sehr, sehr schade, weil da muss er natürlich auch im Hauptrennen von hinten starten und das nimmt dann natürlich sehr, sehr viele Chancen, das ist ganz klar. Ja, gehen wir nochmal schnell zum Überblick. Im Moment hat sich gerade auch wieder was getan in den Top-10-Bereich. Also Tim Heinemann nach wie vor vorne weg. Thorsten Lobinger auf der 2. Lars konnte den Start ja nicht auf der 2 halten, ist auf der 3. Kontrolliert sich da aber im Moment. Hat auch Vorsprung nach hinten. Also die 3 sind im Moment ein bisschen fest. Auch Wolfgang Hans auf der 4. Noch mit Abstand zu Benjamin Sander auf der 5. Marcel Jelenowski jetzt auf der 6, da Michael Heidorf etwas zurückgefallen ist, wahrscheinlich irgendwo ein bisschen leicht touchiert. Der war weiter vorne platziert und jetzt auf die 7 zurückgefallen. Auf der 8 Julian Kühn, das wir haben vorhin gesehen, 9 gestartet, zurückgefallen auf der 11, jetzt schon wieder auf der 8, sehr gutes Ergebnis. Jörg Burkhardt, der Pechvogel der Startphase, jetzt aber auch wieder in den Top 10 auf der 9 und Ruben Denker, so wollen wir es erstmal belassen, auf dem 10. Platz.
Und da scheint es richtig eng zu sein, hier mit 9, 10 und 11. Burkhardt, Oliver Scharlach und Ruben Denke. Oliver Scharlach jetzt auch gerade mal eben wieder vorbeigegangen. Da drei Fahrer, die hier sehen wir sie im Bild, wo es richtig massig zur Sache geht. Da lässt sich auch noch weg. Und da war jetzt, wer war das jetzt? Bernd, nein, wer war denn das jetzt? War ein Piranha, ja, ist. Das ist ein Ruben Denke, das sieht auf Ruben der Denke, Scheide. Ja. Probiert da etwas reinzwischen. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Ja, und Tim Heinemann sich jetzt nicht mehr so ausruhen. Da sehen wir nämlich Thorsten Lobinger, der da schon mit Riesenschritten rankommt. Nur noch 6 Zehntel zwischen beiden und jetzt auch schon in unmittelbarer Nähe, um vielleicht den nächsten Angriff zu setzen. Es fehlt zwar schon noch ein paar Meterchen, aber das kann durchaus schrumpfen. Jetzt muss Tim Heinemann aufsehen. Lassen da vielleicht jetzt schon die Reifen nach. Hat er jetzt gepusht ohne Ende, da lässt er gerade noch mal ein bisschen Gummi liegen. Aber das kann eigentlich nicht sein, dass so schnell schon die Reifen runter sind. Ja, der Thorsten Lobinger hat ja aber auch eine Wahnsinnszeit rausgeholt. Er hat eine 1:18.799, also Quali-Zeit gefahren, das muss man mal sagen. Denn der Tim Heinemann, der hat hier nicht gebummelt. Der hat auch eine 19 gefahren, eine 1:19, also super Zeiten. Ja, sonst fährt nur noch eine 19, Lars Kober und der Benjamin Sander und der Michael Heidorf. Und der Rest vom Feldes fährt alles 20 und höher. Also der Thorsten Lobinger, der hat da einen rausgeschossen, aber definitiv. Und Tim Heinemann reagiert jetzt mit einer 1:18.869 genauso schnell runter. Und Thorsten Lobinger praktisch fast identisch, auch mit einer 1:18.8. Also, und schon ist der Abstand einigermaßen wieder gleich geblieben und sogar leicht angewachsen. Hier versucht ein Fahrer natürlich auszuweichen. Kann man natürlich auch so machen, aber ja, Strecke ist halt schmal. Ne? Da sehen wir Bernd Giel. Kommt wohl etwas zu viel über den Körper und der Porsche ist sehr hecklastig, sehr leicht mit Übersteuern. Das heißt, das Heck bricht sehr schnell aus, sowohl auf der Bremse, aber auch beim Schleunigen. Und dann kann auch der Körper eben mal gerade schnell dabei helfen. Und dann geht es dann aber sofort ab wie Schmitz Katze. Absolut. Ja, Philipp Mohr ist heute leider der Pechvogel des Rennens. Erst einmal natürlich kaputtes Auto, geht in die Box, holt sich dann beim Rausfahren aber noch eine Penalty ab. Also der muss jetzt nochmal durch die Boxen, das kostet natürlich Zeit. Und weitere Ausfälle. Luftoschkat wird hier gejagt von René Nospickel. Wow, er hat ihn! Heftiger Verbremser, ja. Geil! Ja, mit kaputten Hexen ist der Abtrieb vielleicht auch nicht mehr so, wie man sich das Ganze wünscht. Und man sieht auch das Fahrzeug, das Fahrzeug ist kaputt. Also der wird es abstellen. Ja, ist er weg. Nee, also ganz klar gesehen, damit konnte man nicht mehr fahren. Das war so kaputt, das Fahrzeug. Michael Heidorf hier vorbei an Marcel Jelinowski. Also in der Menge los jetzt gerade. Ruben Denker in der Box zum Reparaturstopp. André Eisenhut auch zum Reparaturstopp, falls er mal rauskommt. Ist mir noch nicht. Oliver Scharlach war auch reingefahren, gibt schon auf. Also Ausfall. Ulf Druschkart hat man eben gesehen, ausgeschieden. Dann hier der Chef, der Orga-Chef des Porsche Carrera Cups. Auch schade sicherlich für ihn. Und zwar der Peter Osburg ausgefallen. Lennart Kaiser ausgefallen. Und was wir vorhin schon mal hatten, Sebastian Roscher, Karl-Heinz Glut ausgefallen. Und natürlich der letzte Patrick Lummer. Also im Moment eine Menge Bewegung hier gerade. Ruben Denke immer noch in der Box. Aber das wird wahrscheinlich auch nichts mehr werden. Wird auch noch weit zurückfallen. Philipp Mohr fährt allerdings noch. Der muss auch erst noch mal dran vorbeifahren, trotz der Reparaturstopp. Wir haben also im Prinzip jetzt noch 20 Fahrer, die aktiv hier ihre Runden drehen. Ja, hier haben wir nochmal die schnellste Runde von Thorsten Lobinger eingeblendet, den Kollegen, den wir gerade in der Kamera haben. Und die Zeit, die ist schon mal nicht schlecht. 1:18.733 war das.
Zum Vergleich, Tim Heidemann fuhr eine 1.18.778, also das geht dann schon in den Hundestelbereich. Und man sieht auch hier ganz deutlich, Thorsten ist jetzt dran an Tim. Kann er jetzt vielleicht gleich den Angriff setzen? Tim Heidemann fährt hier nach wie vor ein sehr, sehr hohes Niveau, aber Thorsten ist ein kleines bisschen schneller. Ja, aber noch lange nicht vorbei, ne? Ja. Da knappern da schon mehrere Zehntel pro Runde weg. Schauen wir mal die nächste Zeit, was wir da so sehen. Tim Heidemann, oh, eine 1.20.074. Ja, die darf er natürlich nicht bringen, wenn Thorsten hinterherkommt. Thorsten selber aber auch nur eine 1.20. Also da hat er nochmal Glück gehabt, dass das auch bei Thorsten nicht so gut lief, diese Runde. Also hier wird jetzt noch definitiv richtig gekämpft. Wir haben ja im Prinzip so zwei, sagen wir, na, es können noch drei Runden geben. Und in der Runde muss natürlich jetzt versuchen, der Thorsten was zu reißen. Jetzt, so wie ich Thorsten auch vom letzten Interview interpretiere, der versucht er jetzt den Druck zu erhöhen, ranzufahren. Das hat er jetzt geschafft. Jetzt baut er Druck auf und wartet vielleicht auf diesen kleinen Verbremser, den Mini-Fehler von Tim. Weil so leicht geht das hier in dieser engen Häuserschlacht sozusagen, oder dieser Mauernschlacht, so möchte ich es mal eher sagen, es sind ja nicht direkt die Häuser, sondern Mauern, nicht. Tim bleibt dran, macht den, Thorsten bleibt dran, und Tim ist derjenige, der sich also hier richtig anpassen muss. Der muss als in den Rückspiegel gucken, und das ist nicht einfach. Es ist viel leichter, Timo, einfach schön mit Druck hinterher zu fahren und abzuwarten. Ne? Ja, das, also ich würde sagen, das ist eine Charakterfrage. Ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, na, wenn da jemand im Nacken ist, dann blühe ich erstmal auf. Ja, ja, jetzt ist die Frage, ist was schon ist klar, der Bankräuber rennt da natürlich schneller, ne? Ja, klar, wenn da ein Hund hinterher rennt, dann ist er natürlich erstmal 10 km schneller. Das ist natürlich ganz klar, aber was ist Tim da für ein Charakter? Kommt der damit jetzt noch klar? 1,5 Minuten hat er noch vor sich. Ja, wir sind in Runde 11. Natürlich, wir müssen auch einen Blick hinwerfen, das ist auch ganz klar. Was ist hinten los? Ruben Denker macht nochmal einen Boxenstopp. Wird damit natürlich weiter zurückfallen. Ist jetzt auch ausgeschieden auf der 20. Position, also war das Auto wohl nicht mehr reparierbar. Was geschieht noch? Gerade sehr, sehr nah aneinander sind Markus Seufzer, Max Melamed und André Eisenhut. Markus Bruch hat leider auch das Fahrzeug in diesem Moment abgeschlossen, abgeriegelt, ist in der Box, fährt nicht mehr weiter. Und da fährt Tim Heidemann gegen die Bande. Das wow. War jetzt, glaube ich, nicht so ganz optimal. Das hat Zeit gekostet. Glück für ihn, dass das wirklich kein Dreher nach sich gezogen hat. Oder dergleichen. Bremst hier noch hart rein. Und er wird sich ärgern, dass er hier nochmal eine ganze Runde drehen muss. Ja. Ja. Ärgerlich. 25 Sekunden. Das gibt drei Runden statt zwei, ne? Das war gerade so kritisch mit der Zeit. Es hat gereicht. Ja, der Thorsten wird sich jetzt riesig freuen. Er hat noch eine Runde Chance. Aber ich glaube nicht, dass Thorsten hier eine Harakiri-Reaktion macht, weil der zweite Platz, der könnte jetzt praktisch in dieser engen Kiste alles verlieren. Das ist einfach so, weil eine Berührung ist nicht immer leicht kalkulierbar. Ja? Man kann auch selbst sogar der einzig Leidtragende dabei sein und der Tim fährt einfach weiter. Deswegen ganz heißes Eisen hier. Thorsten muss da wirklich auf eine Mega-Situation warten, und wenn Tim das einigermaßen schön breit macht hier, dann ist das nicht leicht. Ja, oh, da kommt Tim nicht gut durch, und damit ist Thorsten vorbei. Wahnsinn! Da ist er zu viel auf den Körb gefahren. Kommt der Konter? Nein, er kommt nicht. Es war wieder diese Schlüsselszene, die wir im Qualifying schon erwähnt haben. Ja, das war der Körb, ne? Da ist an der Stelle ist Speedstick Corner, nennt sich das Ganze. Das ist so eine Schlüsselstelle. Da muss man richtig einlenken, und das hat Tim, sei es aus Panik, sei es aus konzentrierten Schwierigkeiten, nicht geschafft. Und damit ist Thorsten vorbei. Das ist eine ganz ärgerliche Geschichte für und Tim. Und da ist es. Und Thorsten hat das Sprintrennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, landet damit auf der 8. Position fürs Hauptrennen. Der Ritter Lars Ober, 4. Sehr gute Platzierung für Wolfgang Hans. Bestätigt damit wirklich die sehr, sehr gute Form, die er im Porsche Carrera Cup 2013 zeigt. Noch Ausfälle, jetzt in der letzten Runde. Dustin Lini, Markus Busch, noch zwei in der letzten Runde ausgeschieden. Und beide mit Timo.
Ja, viel habe ich dazu nicht mehr zu sagen. Die Abstände sind nicht mehr so eng, dass sich hier noch irgendwas ändert. Und damit sind Platzierungen schon fast fix. Wir warten jetzt darauf, dass alle Fahrer nacheinander über die Linie kommen. Und damit Anfrage, dass er erstmal die ersten drei bekommt. Thorsten Lobinger, Tim Heinemann und Lars Gruber. Ja, Lars Gruber, hoppala, sind wir genau an. Schön Blechschaden, ist ja völlig schon über die Linie. Lars Gruber, unauffällig heute, muss man sagen, im Sprintrennen unauffällig, aber konstant und sichert sich damit die dritte Position. So, die Fahrer fahren in die Box zur Reparatur, Auffrischung ihrer Fahrzeuge. Währenddessen begrüßen wir hier die Gewinner des ersten Laufs hier in Adelaide. Und erstmal herzlichen Glückwunsch hier und in der offiziellen Pressekonferenz fangen wir auch gleich an mit Thorsten Lobinger. Ja, Thorsten, das war ein sehr cooles, cleveres Rennen. Am Ende hast du versucht, hatten wir das Gefühl, du baust Druck auf den Tim und wartest auf deine Chance. Und da war es schon eigentlich gedacht, ja, das wird wohl nichts. Tim macht sich richtig breit, dann macht er sich einmal einen kleinen Millimeter zu breit und Thorsten hat zugeschlagen. Also alles aufgegangen, oder? Ja, hat soweit alles funktioniert. Ich meine, dass er da einen Fehler gemacht hat, war Pech. Wäre ich normalerweise nicht vorbeigekommen. Der ist ja super gefahren. War ja nur Zufall. Hatten wir nämlich auch das Gefühl, also so dieser kleine Mini-Fehler musste kommen, denn so einfach auf der Strecke, sagst du auch, wäre schwierig gewesen, oder? Ja, da wäre ich wahrscheinlich nicht vorbeigekommen. Nee, ist da super gefahren, hat auch gut geblockt, wenn es nötig war, also wäre ich nicht vorbeigekommen. Also herzlichen Glückwunsch nach meiner Kenntnis hier, der erste Sieg bei Sim Racing Deutschland, richtig? Richtig, jo, danke. So, also Podium hattest du schon, aber jetzt auch noch den ersten Sieg. Ja, dann kann man dir nur alles Gute wünschen für die Fortsetzung. Danke. Dann kommen wir zum, vielleicht Pechvogel, Tim Heinemann. Das ist jetzt zwiespältig, sehe ich auch so, ganz gar keine Frage. Man hat den Sieg eigentlich in der Tasche und ja, plötzlich ist er weg. Da ist vielleicht der zweite Platz jetzt nicht so ganz tröstlich. Aber du wirst es aufklären. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Es ist immerhin ein zweiter Platz. Ja, danke. Ich konnte das Rennen eigentlich immer kontrollieren und den Speed bestimmen. Aber in der letzten Runde habe ich da einen Knick ja einen kleinen Fehler gemacht. Und ja, ist halt passiert, kann man nicht mehr ändern. Ja, also ganz traurig scheint der Tim nicht zu sein, aber ja, ganz glücklich auch nicht. Wie gesagt, habe ich vollstes Verständnis für. Wenn es früher passiert wäre, dann wäre die Sache sicherlich anders gegangen, aber so ein paar Meter Verschluss. Aber ein zweiter Platz ist ein guter Platz und du kannst es ja nochmal umdrehen gleich im Hauptrennen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Kommen wir dann zum drittplatzierten Lars Kober. Ich glaube, Lars ist sehr zufrieden, Podium gefahren. Was willst du mehr, Lars? Genau. Ja, du hast schon alles gesagt. Also ne, ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Ein glücklicher, zufriedener Lars Kober, dem die Worte fehlen, kenne ich auch selten bei ihm, aber soll mal vorkommen. Mache ich mal gleich ein Kreuz, 27. Januar 2013. Lars Kober ist sprachlos glücklich und zufrieden. Dann alles Gute für euch. Die zweite Runde steht gleich in wenigen Minuten dann wieder an. Ruht euch gut aus und toi toi toi. Vor allen Dingen, dass er natürlich erstmal durchkommt, ihr müsst euch ja jetzt durchs Feld kämpfen. Ja, wir werden natürlich jetzt gleich weitermachen. Die Fahrer sind jetzt
wieder zurück in ihre Channels, frischen sich ein bisschen auf, der ein oder andere macht mal eine Proberunde. Timo ist auch gerade mal sich minimal erfrischen. Ich werde euch versuchen, ein bisschen weiter zu unterhalten. Wie geht's jetzt erstmal weiter vom Ablauf? Okay, wir haben natürlich jetzt das Sprintrennen gehabt, klar, nur 15 Minuten. Und jetzt kommt ein Warm-up, das etwas länger dauert. Wir müssen jetzt noch von etwa 10 Minuten ausgehen. Warum? Weil jetzt natürlich das Fahrerfeld hier neu sortiert wird und neu eingeordnet. In dem Hauptrennen von 45 Minuten wird natürlich jetzt, wer schon öfters zuguckt, kennt diese Prozedur, die ersten 8 im Grid gedreht, was so viel heißt, dass der Gewinner, in dem Fall eben der Thorsten Lobiger, dann im Start jetzt hier als 8. startet und dann der Tim Heinemann dann als 7. und so weiter. 8. war eben dann der Wolfgang Hahn, hoffentlich habe ich jetzt nicht falsch gesagt, vermute ich jetzt mal. Wenn nicht, werden wir das dann gleich nochmal sehen. Wir werden also jetzt einen anderen auf der Pole Position haben. Es gibt keine Qualifikation, sondern durch dieses Sprintrennen ist gleichzeitig auch die Qualifikation für das zweite Rennen besiegelt. Ja, punktemäßig sieht das so aus, dass sowohl Fahrer 1 als auch Rennen 1 als Rennen 2 werden gleich gewertet. Deswegen ist dieses Sprintrennen manchmal natürlich auch extrem hart umkämpft, weil die Punktzahl natürlich die gleiche ist, die man gewinnen oder verlieren kann und das auf die Kürze. Was wird uns da noch weiter erwarten? Ja. Ja, Timo wieder da. Wunderbar. Ja, ich höre dir schon eine ganze Weile zuhämmern. Nee, du hast es gerade angesprochen mit der Problematik des Sprintrennens. Dadurch, wie du schon gesagt hast, dass die Punkte eben gleich sind wie im Hauptrennen, probiert da eben jeder so schnell wie möglich nach vorne zu kommen und das ist auch manchmal in manchen Situationen nicht ganz ungefährlich. Bloß, Hermann, was macht man? Fährt man vorsichtig, dass man im Hauptrennen auf einer guten Position startet, also nicht ausfällt und womöglich von ganz hinten starten muss, oder probiert man alles Mögliche, um da möglichst viele Punkte zu bekommen? Das ist eine kleine Charakterfrage, oder? Ja, das ist immer so. Letztendlich ist es meines Erachtens immer so, man sollte die beste Platzierung nehmen, die man kriegen kann. Nicht auf eine Pole oder sonst was gehen, weil es ist immer so, wenn man da auf irgendwas spekuliert, geht es meistens eher schief als gut. Man sollte im ersten Rennen die beste Platzierung nehmen und sollte dann im zweiten Rennen genauso fighten und da auch das Beste machen. Das zeigt meistens, ist die bessere Variante als auf irgendwelche krummen Eier. Wir haben das öfters mal in der WTCC gesehen, dass da so absichtliches Vorbeilassen war, um... ich rede jetzt von dem echten WTCC, konnte man das beobachten, der Tourmalensee-Welt. Serie dort. Da wurde das dann später auch verboten und unterbunden, dass dieses absichtliche, ersichtliche Vorbeilassen nicht mehr drin war, weil da gab es doch zu viel Schiebung. Da gab es dann natürlich auch andere Verpunktungen von den Rennen und so. Hier ist das, bringt das eigentlich gar nichts, Timo, ne? Wenn ich mit den ersten Rennen genauso viele Punkte kriege wie im zweiten, da muss ich mich auch entsprechend behandeln, oder? Ja, also sehe ich auch so, wie du schon sagst. Nicht zu stark, aber dennoch forsch. So will ich vorgehen. Und mit diesen Worten haben wir noch circa 7 Minuten vor uns. Da stellt sich natürlich die Frage, Hermann, ob wir uns noch jemand zum Interview holen. Da hätten wir vielleicht jetzt nochmal eine Möglichkeit für. Und dann werden wir einfach mal probieren, oder ich werde mal gucken, dass ich jemanden ans Mikrofon bekomme. So, und am Mikrofon haben wir jetzt nämlich Kurt Koop, der leider wegen eines Disconnects nicht das Qualifying mitfahren konnte. Und Kurt, Frage an dich. Hauptrennen, fährst du jetzt mit? Ja. Was glaubst du, was du denn da jetzt so erreichen kannst? Also erstmal hallo an alle Zuschauer. Ja, ich fahre gleich mit auf jeden Fall. Ich hatte heute extrem viel Pech. Im Quali bin ich erstmal rausgeflogen, weil ich vermute mal, es lag daran, weil ich den 4-Gigabyte-Patch nicht drauf hatte. Und das habe ich jetzt gerade noch getan. Und im Rennen hatte ich dann nochmal Pech, da ist mein Internet ganz abgekackt und dann,
bin ich da auch rausgeflogen. Also heute von der letzten Position ins Hauptrennen. Ja, genau. Das ist natürlich nicht so gut. Hast du mal verglichen deine Zeit mit den anderen Fahrern? Wie stehst du so da? Ja, nicht so gut. Also ich versuche jetzt irgendwie einen Punkt zu holen. Also das ist mein Ziel. Und ja, mal schauen, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass wir im ersten Rennen viele Fehler lassen und ja, dann ich nach vorne gespielt werde. Mal schauen, ob es funktioniert. Gleich noch ein paar Takte zu deinem Team. Was macht euch aus? Seit wann gibt's euch? Ja, wir sind das Team von P1 Gaming D und ja, uns gibt's seit Jahresbeginn und wir sind eine Renn-Community, die aber mal auch andere Spiele zockt, Ego-Shooter zum Beispiel, und wir machen auch, ja, wir machen auch sozusagen ein bisschen News auf unserer Seite, also ja, bei uns gibt's eigentlich alles, was man braucht. Also schon ein sehr, sehr junges Team. Wird es dann auch bei Simracing Deutschland bleiben oder habt ihr vor, gerade in dieser Simracing-Szene vielleicht noch bei dem einen oder anderen Langstreckenrennen mitzufahren? Ja, auf jeden Fall. Bei den Free-for-All-Serien hier werden wir auf jeden Fall auch wieder an den Start gehen. Und ja, also wir werden auf jeden Fall länger hier am Start sein. Alles klar, dann danke, Kurt. Und viel Glück beim Hauptrennen. Mach's Beste draus. Jo, danke. Ja, ein zufriedener Kurt Koop. Ja, hat sich so selbstverständlich ist es ja gar nicht, wenn man ausfällt, ne? Nee, also... Wegen Internetproblemen. Also steckt da schon sehr gut weg, muss ich sagen. Ja, die Jungs haben sich ein bisschen verliebt hier. Das, was ja enormen Anklang gefunden hat hier in das Nürburgring-Rennen hier, und zwar diese 6 Stunden, die wir auch hier moderiert haben, das hat denen wohl richtig Spaß gemacht. Seitdem ja. Sind die auch wohl dicke dabei, ja? Ja, ja. Also P1... Gaming.de, da sehen wir mal einen Dreher von Max. Und danach dann ein Schlag. Das hat ja. Leider nicht ganz gereicht. Da muss man dann gucken, dass Porsche die Lenksperre hat auch Wendekreis. Ja, so eine Lenksperre dann etwas, oder je nachdem. Weil das in dem Fall eigentlich sinnlos wäre. Aber wie dem auch sei. Also, um nochmal kurz auf das Team zurückzukommen, haben wir auch eine Facebook-Page. Da bin ich irgendwie drin, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich plötzlich drin und konnte ich dann auch mal einen kleinen Einblick ins Team werfen, sehr informativ. Also für diejenigen, die Facebook haben, P1-Gaming, kann man sich ja gerne mal informieren. Ja, Wolfgang Hans, sehr, sehr gut, hat er sich gezeigt, allgemein wirklich sehr gut unterwegs, diese Saison beim Porsche Cup. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass er sich da sehr gut eingefunden hat und so würdest du das unterstreichen, oder Hermann? Ja, definitiv, also... Das muss man mal klar sagen. Also die haben hier richtig gut zugeschlagen in jeglicher Hinsicht. Ne? Also stark, ne? Ja. Landete auch in Valencia unter den Top 10. Und mal, wenn wir noch sagen, Michael Heidorf. Kleinen Ausrutscher gehabt im Rennen, im Sprintrennen. Bisschen unkonzentriert gewesen in der einen Stelle, aber hat dann nicht wirklich groß. Man kann ihm keine wirklich großen Vorwürfe machen, das kann einfach mal passieren bei einem Stadtkurs, wenn man sich da eben ständig konzentrieren muss. Das ist eben alles viel stressiger, als wenn das eine offene Fläche ist, wenn das eine offene Ebene ist mit einer Strecke, wo man dann eben auch schöne Auslaufzonen hat, wo man dann erstmal geradeaus fährt und dann sich mal ein bisschen ausruhen kann, bevor es dann in die Runde geht. Das kann man hier eben nicht. Die einzige Möglichkeit, die wir hier haben zum Ausruhen, ist dann eben diese lange Gerade nach der Hart Street. Dort hat man eben noch die Möglichkeit, ein bisschen durchzuschnaufen und bevor es dann wieder auf die nächste Runde geht. Aber ansonsten ist das hier doch schon ziemlicher Stress, oder Hermann? Absolut. Wobei ich selbst empfinde es immer wieder als durchaus interessant, mal in solchen Stadtkursen zu fahren. Natürlich muss man sich dann einigermaßen wohlfühlen, so mit dem Kurs und mit dem Auto. Es hat einen besonderen Reiz mit diesen Mauern. Es gibt ja ganz viele Fahrer, zähle ich mich vielleicht nicht ganz dazu, aber die lieben mit Formel 1 Autos in Monaco zu gurken, wo der eine sagt, du bist mir Schugge, ja. Aber die sind da wie verrückt drauf. Dieser Schlucht da links, rechts diese Autos zu werfen. Aber gut, jeder muss das selbst entscheiden. Ja, ich kenne so Leute. Das sind dann normalerweise so
die Leute, die eher zur Perfektion neigen, weil denen macht, und das meine ich überhaupt nicht negativ, aber den Leuten, denen macht es eben sehr viel Spaß, präzise zu fahren, zu gucken, dass sie wirklich genau auf der Linie fahren, wie sie eigentlich fahren wollen. Und brauchen auch keine Gegend, die brauchen da auch kein Rennen, die können auch einfach so Hotlaps fahren und eben gucken, dass sie eben genau auf die Linie treffen, wo sie hinwollen. Das sind so die Perfektionisten und die haben Spaß dran. Und da ist Monaco wie perfekt für. Also wenn du mit einem Formel-1-Wagen in Monaco fährst, dann musst du wirklich eine hohe Disziplin aufweisen, musst du wirklich sehr, sehr gut mit dem Auto zurechtkommen und wirklich perfekt, wie gesagt, die Kurven treffen. Und es macht Leuten Spaß. Und solange es denen Spaß macht, können sie es gern machen. Im Rennen ist es nicht immer möglich, weil da hat man mal einen Kontrahent vor sich oder hinter sich und da kann man eben nicht so die Linie fahren, wie man will. Das sind dann normalerweise die, die dann am Qualifying auch wirklich stark unterwegs sind, wenn dann mal eine Runde gut klappt. Ja, Warm-up ist beendet. Wir sehen zwar noch ein paar Fahrer auf der Strecke. Gleich wird dann sicherlich der Server auch weiterschalten. Dauert immer ein bisschen, weil derjenige, der noch auf einer begonnenen Runde ist, darf die noch zu Ende fahren. Und dann wird der Server auch zum Rennen rübergehen. Und dann sind wir auch schon wieder soweit für das Hauptrennen hier. 45 Minuten Spaß und Spannung mit Deutschlands Lieblingsgefährt, einem schönen Porsche Carrera. Ist das was für dich, Timo? Porsche Carrera? Porsche Cup. Ja, absolut. Also, ich bin selber noch nicht gefahren, muss ich zugeben. Aber das wäre auf jeden Fall was für mich. Ich würde gerne die Argumente hören, für also derjenige, der es nicht mag, dessen Argumente würde ich gerne hören, weil eigentlich, was kann daran falsch sein? Ein richtig leistungsstarkes Auto, das richtig Spaß macht zu fahren auf richtig tollen Strecken. Und dann auch noch ein bisschen Tradition mit dabei und schon ist schon eine perfekte Rennserie geschaffen, finde ich. Ich habe bisher auch noch keinen getroffen, der Porsche, die der Porsche Carrera Cup nicht mag und die Autos sowieso. Hermann, sieht es bei dir anders aus? Ich glaube eher nicht, oder? Na, ich meine, Porsche. Es gibt natürlich auch so Sachen wie Ferrari Freaks und so weiter. Aber als Deutscher hat man natürlich nochmal so einen doppelten Kick dazu. Das ist definitiv so und ich denke mal, das wird auch so bleiben in Zukunft. Es gibt natürlich da im Prinzip auch keine perfekten Autos. Also es ist alles. Am liebsten hätte man natürlich so 20, 30 von diesen tollen Autos, aber die kosten ja auch nichts. Fast umsonst. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Bericht gelesen über der Lamborghini. Gehört ja mittlerweile seit 2006 zum Audi, damit zum VW-Konzern, also als Tochter unter Audi geschoben, letztendlich zum VW-Konzern. Ja, die bauen ja gerade mal zwei Autos, ja, die aber recht erfolgreich, natürlich in kleineren Stückzahlen. Wer es nicht weiß, übrigens, Lamborghini ist mal entstanden, weil jemand mit seinem Ferrari, ja, nicht zufrieden war. Der wollte ein sportlicheres Fahrzeug. Also, so kann die Welt auch sein. Und so hat er dann angefangen, Autos zu bauen, weil die Ferraris ihm noch nicht das geboten haben, was er sich gesucht hat. Ja. Und die feiern jetzt 50-jähriges Jubiläum und deswegen gibt es dieses Jahr da eine Menge zu sehen, zu bestaunen. Das eine oder andere vielleicht auch als Event in Deutschland. Und das ist natürlich klar. Also gut, die bauen natürlich nicht jeden Tag ein Auto vom Band. Da ist sehr viel Handarbeit bei diesen 350.000 Euro Kleingeld. Ja, fließt das nicht so vom Band, rauscht nicht so wie vom Band, ne? Das ist schon richtig. Auch gerade was Porsche angeht, also ich zeitlang bin ich ja immer mit der S-Bahn vorbeigefahren an dem großen Porsche-Sitz in Zuffenhausen. Da fährst du mit der S vorbei, siehst du die Riesenfabrik vor dir, ein richtig geniales Museum, kann ich für jeden empfehlen, der dann gerne ins Schwabenland kommt, der kann sich das gerne mal anschauen. Und wenn du dann mit der S-Bahn ankommst, du spürst einfach diese Präsenz von Porsche, dass da die Riesenfabrik steht mit den tollen, alles wunderschön architektiert, also richtig schön und natürlich auch etwas edel gemacht, das Ganze. Die Stadt verdient natürlich ordentlich an den Steuern, das ist ganz klar, die können sich auch leisten, da schön zu putzen. Und die Autos an sich, diese 911er, sind ja sowas von genial. Also mein großer Bruder, der arbeitet quasi als Elektroniker auf so einem Bosch-Werk und was der mir immer für tolle Sachen erzählt.
mit der Teststrecke nebenan und alles möglich. Es ist schon richtig genial. Und Mitarbeiter kriegen ja sowieso einen Rabatt auf die Autos. Also würde ich da arbeiten, Hermann? Vielleicht würde ich mir jetzt kaufen. Rote Ampel, Achtung. Aber jetzt Start. Geht's los. Julian Kühn war Achter und startet damit auf Van der Poel Position. Und jede Sekunde geht es los ins Hauptrennen. Und Matej Janowski kommt hier viel besser weg. Und zieht gleich mal vorbei an Julian Kühn. Aber richtig doll. Wow. Das erste Mal durch die Engst kommen. Da gab es einen Kontakt. Da steht ein Piranha quer. Das ist jetzt ganz da, brisant, da fliegen jetzt die Frontspoiler. Das riecht, richtig schlecht. Wow. Oh, da hinten auch nochmal irgendwas weggeschossen. Wow. Ja, da fährt einer ganz geradeaus. Also, was ist das für eine wilde Küste hier? Mann. Da sehen wir jetzt nochmal, was genau passiert ist. Oh. Ja, drehen Sie Fahrzeuge weg. Also in dieser Engstelle ist die Problematik eben ganz groß. Weil wenn sich da einer wegdreht, so wie gerade der Piranha, da fährt einfach jeder rein, ob er es will oder nicht. Luca Borngesser wird hier durchgedreht, so wie es gerade den Leuten passt. Das ist richtig blöd gelaufen, auf der Hinterachse erwischt. Und wen haben wir da? Markus Seufzer. Meine Herren, was ist da passiert? Der war wohl auch, ja, der war in dieser Startsituation beteiligt, war und der dreht sich hier weg. Ja, der hat gebremst wegen vor ihm Drehern. Und dann kriegt er natürlich von hinten einen mit. Das war wohl die Ursache, wenn ich das eben schnell analysieren konnte. Und ausgefischt ist jetzt also Markus Broch und auch André Eisenhut. Das sind die ersten Opfer. Sag ich, Markus Seufzer werden wir auch so schnell wahrscheinlich nicht sehen. Der wird auch erstmal wahrscheinlich zum Reparaturverfahren. Ob dann noch was Richtiges rauskommt, weiß man nicht. Schnell mal, jetzt schnell den Überblick der Top 8 will ich mal machen. Weil wir ja da diese umgekehrte Reihe. Ja, Marcel Janowski fliegt vorneweg, Michael Heiddorf folgt ihm mit einer Sekunde Abstand. Tim Heinemann, ja, jetzt schon auf der dritten Position. Julian Kühn etwas zurückgefallen auf die vierte Position. Lars Kober, fünfter. Max Melametz auf der sechsten. Und Thorsten Lobinger, siebter. Wolfgang Hans, achter. Das waren jetzt die Top 8. Schon wieder neu durchgewürfelt. Wir werden sehen, wie es weitergehen. Also dichtes Fahrerfeld. Nicht schon wieder, Max. Der tut mir so leid den heutigen Tag. Der muss sein Fahrzeug abstellen. Das ist so derbe zerstört. Ja, das ist. Ja. Ach, recht. Wieder diese Highspeed-Passage, wo man eben das ganze Auto in die Kurve reinlegen muss. Oh, Max tut mir heute wirklich leid. Also, der hatte ja von Anfang an nur Pech. Und dabei war das so schnell. Der Qualifying war ja Top 3, glaube ich. Na, Top 3 war er nicht. Aber war gut unterwegs. Ich glaube, Top 10 war er auf jeden Fall. Bin ich mir ganz sicher. Müsste jetzt nachgucken. Aber das können wir jetzt gerade wegen der Action nicht machen. Aber das war. Also, das tut mir jetzt wirklich leid für Max. Gut, ja. Das ist nicht das. Das ist kein maximaler Tag sozusagen, um bei dem Maxima zu bleiben. Nee, das ist voll in den Minimalismus geendet, voll in die Hose gegangen. Aber es ist einfach hier diese saubere Fahrweise, man darf diese Curbs nur minimal anfahren. Am besten nicht richtig stark, sondern wenn man das dann falsch einschätzt, vom Gefühl her, dann touchiert er und dann knallt man gegen die gegenüberliegende in die Kurvenausfahrt und dann ist der Schaden da und dann geht nichts mehr. Hier im Bild Lars Kober versucht Julian Kühn unter Druck zu setzen und jetzt auf der Bremse. Ah, und dann kriegt er noch. Ah, Thorsten Lobinger. Sagt er vorbei. Thorsten, ja, der sagt schön danke auch, dass du die Tür offen gelassen hast. Das war sehr freundlich von mir. Ja, wieder sehr konstante Fahrt von Thorsten, hat mittlerweile schon drei Plätze gut gemacht in diesem Rennen. René Nospickel hat rechts ein vergoldetes Auto, wohl auch beim Start passiert, ja, wo sich eben sehr viele weggedreht haben. Ah, sehr interessant, Thomas Meyer fährt in die Box, oder er probiert es wenigstens, knallt hier aber jetzt gegen die Boxeneinfahrt. Ach du, das gibt nochmal richtig satte Sekunden drauf auf den Stop, aber man sieht aber hier schon, die Aufhängung ist kaputt. Ja, und da klappt ja, natürlich und, jawohl, das Einlenken, klappt er natürlich auch nicht mehr, oh, ist ganz klar. Ja, Thomas Meyer tut mir ehrlich gesagt auch leid, weil der als Zehnter gestartet, ausgefallen, jetzt schon wieder ausgefallen und Oliver Schardach leider nun auch draußen. Also die Startphase
die fordert nun langsam ihren Tribut. Einige Fahrer stellen das Fahrzeug ab. Wir haben einen noch. Achso, nee, habe ich falsch gehört. Also vorne alles beim Alten. Marcel Jelinowski hält die Spitze weiter vor Michael Heidorf. Oh, jetzt musste vor Michael ist dran. Direkt auf Stoßstangengröße vorne. Da und sogar noch im Schlepptau mit Tim Heinemann. Also jetzt Dreier-Package. Jetzt geht's los. Sag ich mal. Michael, der muss sich jetzt nach vorne und nach hinten orientieren. Das ist natürlich keine einfache Kiste. Also Tim wird versuchen, am besten gleich beide zu schnupfen. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Marcel kommt jetzt unter Druck. Ja, Michael kann versucht. Marcel jetzt nicht so ganz gut durch wie Michael. Aber man sieht es auch ziemlich gut. Was war das jetzt? Da macht Marcel Jelinowski den Weg ganz weit offen. Ist das jetzt eine persönliche Strategie? Na, er ist in einfach andere Linie gefahren, um natürlich die Kurve besser zu nehmen. Ja, war und aber an der Stelle, finde ich, ein bisschen riskant, weil da konnte jetzt Michael schön reinstechen. Hätte Michael sich da nicht verbremst, wäre das für Marcel vielleicht nicht so ganz einfach gewesen. Dann, je nachdem, Michael hat nun durch den Verbremser den Platz in Tim Heilmann verloren. Ja, also der wird sich jetzt freuen. Also wie gesagt, das wird der lachende Vierte oder Fünfte, wie man es zählen will. Ist schwierig, ne? Also wer kann, ich bin halt Ostfriese und kann nur bis zwei zählen, ne? Das seht ihr hier, es sind, kommen zwei Autos und die haben noch einen mitgebracht. Ja, sagen, ja. Ja, ja, das ist Moment, also läuft das für Marcel da vorne nicht gut. Also hier haben wir es auch gerade wieder gesehen. Kleiner Quersteher. Aber so einfach ist es für den Tim auch nicht, weil der Marcel fährt schon diese Ideallinie eigentlich, was die Linie angeht, und die anderen versuchen es auf der Bremse hinten. Das geht aber nicht so einfach, ne? Ja. Das. Da fliegt. Oh. Ach ne, das waren aber nicht von denen, das war andere das Teile. Lag da. Und da bremst sich Michael rein. Oh, wieder das kannst du ja mal in Slow-Mo machen, das war ja der Hammer jetzt. Also ja, selbstverständlich. Der hat, hat er die Carbonbremsen eingebaut jetzt oder so? Dass da der Marcel nicht abgeschaut, dass das gut gegangen ist. Wow, also da muss man nur sagen, ja. Toi, toi, toi für alle drei, sage ich mal so. Ne? Und die Reihenfolge hat sich auch wieder richtig sortiert. Also, nach hinten, da mir das so voll gefällt. Abstand, ne? Ja, da haben wir es so voll gefällt, dass übrigens auch sehr dicht aneinander gedrängt ist. Thorsten Lohminger kämpft hier mit Julian Kühn. Julian macht hier ein sehr starkes Hauptrennen so far. Und Wolfgang Hans ist hier auf der sechsten Position. Lars Kober ist siebter. Ja, der Thorsten Lobinger, der hat ja den Lars überholt, aber Wolfgang Hans kommt von hinten. Und Tim Heidemann vorbei an Marcel Jelinowski. Aha, da haben wir es. Aber Marcel wird sich nicht... Kommt der Konter, das kann man hier aber nicht. Ja, er muss ihn ziehen lassen, das geht hier überhaupt nicht. Wie hat er das Auto abgefangen? Das war... Da kommt Michael Heidorf! Was für ein super Manöver von Michael Heidorf. Schnappt sich hier. Hat er das Auto da nicht Kollegen, in die Wand jetzt gesetzt. Mal. Da, jetzt holt er ihn. Ja, bei der Geschwindigkeit. Und dann, der hat ihn hinten leicht berührt und deswegen hat er den Schwung verloren. Sonst normalerweise war der ja mit wesentlich besserer Beschleunigung gehabt, der Marcel, und hätte vorbei sein müssen. Nein. Oh, Boxenstopps. Ruben Denker, Patrick Lummer, Position 15, 16, das sind also schon Reparaturstopps. Wir rechnen hier übrigens auch mit einem Reifenwechsel. Hier geht es sicherlich mehr auf die Reifen. Daytona war ein besonderer Fall. Da hatten wir nicht so starke Reifenbelastungen. Normalerweise ist ja der Porsche Cup, kennst du auch noch von den letzten Jahren, Timo, meistens sehr, sehr reifenschonend. Aber man sieht ja hier, wie die Fahrer in die Kurven reinfahren, wie viel sie da liegen lassen. Das wird, denke ich mal, sehr schwer, wenn man hier ohne Reifenwechsel durchkommen möchte. 10 Minuten jetzt übrigens rum, noch 35 Minuten auf der Uhr.
Und hier schnell wieder ein Kurzüberblick. Timo Heinemann vor Michael Heidorf, Marcel Janinowski, Vierter dann mit größerem Abstellen. Thorsten Lubinger vor, der jetzt vorbei ist, wieder an Julian Kühn. Sechster Lars Kurve, der vorbei wieder ist an Wolfgang Hans auf der siebten Position. Dann kommt wieder ein größerer Break. Rinnen Nospickel ganz einsam und verlassen als Achter. Mit 12 Sekunden Rückstand auf dem Führenden, aber 10 Sekunden Vorsprung vor Peter Osburg als 9. Platzierter. Dann 10. Lennart Kaiser, Philipp Mohr auf der 11, Ulf Truschkart auf der 12. 13. Kurt Koop, den hatten wir ja vorhin. Diesmal läuft es besser für ihn, freuen wir uns. Luca Borngesser auf der 14, 15 Ruben Denker, 16 Karl-Heinz Glutz. Ausgeschieden, will ich auch schon erwähnen, ja? Ja, bitte. Nur der Vollständige, wir haben schon 5 Ausfälle mit Oliver Schallach, Max Melamed und Markus Roch und André Eisenhuch und Bernd Giel. Das nur zur Vollständigkeit noch. Ja, wir haben hier einen richtig, richtig tollen Fight mit Wolfgang Hans, Lars Kurber und Julian Kühn. Du hast gerade richtig gesehen, dass Wolfgang eben probiert hat, innen reinzustechen. Da hat aber dann noch nicht mal alles geklappt und Lars Kober blieb vorne auf der 6. Position. Damit also Lars im Moment wieder auf der Ausgangsposition des Hauptrennens. Und Wolfgang macht auch hier im Hauptrennen sehr starken Eindruck. Bin mir sicher, dass es hier für Lars nicht einfach wird. Eben weil auch Julian Kühn nach vorne hin ablockt. Da werden wir einen Blick darauf werfen. Eng auch zwischen Philipp Mohr und Ulf Truschkart. Die beiden fahren jetzt gerade fast im Parallelflug durch die ersten Kurven. Ulf Truschkart kommt vorbei an Philipp Mohr mit einem spektakulären Manöver. Bremst sich hier innen sehr riskant. Das war noch eine leichte Berührung, oder? Sehr riskant. Es hat geklappt. Ja. Das war also Millimeterarbeit, das muss man sagen. Vorne zeigt es übrigens ab, dass Tim Heinemann jetzt vorne wegfliegen kann. Scheint deutlich schneller zu sein als Michael Heidorf. Der ist wieder deutlich schneller als Marcel Jelenowski. So, und dann Thorsten Lubinger. Werden wir mal beobachten, ob er jetzt auch 19er Zeiten demnächst fahren kann. Ja, hat er jetzt gerade. Also das wird noch Gefahr bedeuten für Marcel Jelenowski, denn der Thorsten Lubinger wird sicherlich definitiv auflaufen auf Marcel, denn er kann richtig schnell fahren, nimmt ihm eine halbe Sekunde, vielleicht sogar noch mehr dann in den nächsten Runden ab und er hat nur noch 2 Sekunden Rückstand. Also das gibt eine klare Tendenz. Wen sensationell Tim Heinemann und Michael Heidorf exakt auf die Tausendstel gleiche Zeit vorne. Hammer. 1:19.528. Beide, also fand das. Und jetzt wieder eine 23:1 bei dem ersten Sektor. Und jetzt hat es der Michael verbockt. Also jetzt kommt die erste Differenz. Zweiter Sektor 25:1, Tim Heinemann, Michael Heidorf nur 25:5. Also es geht wieder ein bisschen zugunsten von Tim Heinemann aus. Der konnte jetzt den Vorsprung auf rund 2 Sekunden vergrößern. Ja, die haben sich davon abbrochen, ne? Also wenn man dieselbe Zeit fährt, dann ist das nicht so ganz ungeheuer, muss man gucken. Mal. Aber es ist wirklich absolute klasse Leistung, was die beiden da vorne zeigen. Und nach wie vor Lars Kober unter Stress, weil da eben Wolfgang Hans immer gegen Ende Runde nahe rankommt, aber es nicht vorbeischafft. Also da verzweifelt er hoffentlich jetzt bald nicht. Nächstes strategisches Element, wenn es denn kommt, Boxenstopp. Was macht Wolfgang, was macht Lars? Wäre es vielleicht positiv, eine Runde früher reinzukommen. Ja, definitiv. Und damit eben, ja, Julian Kühn würde Lars ausbremsen und damit könnte Wolfgang, wenn er den freien Fahrt hat, wieder vorbeikommen. Du kriegst einfach frische Reifen und damit kannst du sofort schnellere Zeiten fahren und damit kannst du während der andere ja abbauende Reifen hat und schlechte Rundenzeiten fahren, kannst du den Vorsprung erfahren. So, da hier die Tendenz im Moment ist, dass es dann um 2 oder 3 Runden nicht so ankommt, weil hinter dir der Fahrer kann ja nicht leicht überholen. Wir sehen, das ist wirklich sehr schwierig hier zu überholen. Ganz, ganz schwierige Kiste. Wenn man eh auf relativ gleichem Niveau fährt,
Da haben wir gesehen, dass der Lars im ersten Rennen richtig schnell war. Ich schätze ihn jetzt vom Grundgefühl auch einen kleinen Tuck schneller ein als den Julian, aber Julian fährt eine runde, saubere Linie. Was will der Lars da machen? Da kann er nicht einfach so rein in den besonderen Stellen. Bringt ihm nichts, außer das Auto zu riskieren oder wegzuschmeißen. Jetzt versucht das mal. Jetzt nimmt Julian aber eine weite Bahn, damit jetzt Lars Kober direkt hinter ihm. Hat nicht gereicht. Also, er fährt ganz sauberes Rennen. Wenn Julian da keinen Fehler macht, hängt der Lars halt immer dahinter. Ja, so würde ich das unterschreiben. Michael Heidorf hat einen Bock geschossen. Vielleicht kannst du das noch einfangen. Ist auf die 4 zurückgefallen. Marcel Janinowski dadurch auf 2. Thorsten Lobinger schon hinten dran mit 2 Zehntel. Vielleicht geht das noch, wenn nicht. Da hinten auch irgendwas kaputt oder sowas. Oder hier kommt er von hinten. Können wir nicht mehr sehen, wo. Okay, also. Scheint nicht mehr zu. Kannst du wohl nicht mehr einfangen. Nee, leider nicht. Gut, dann schnell also nochmal jetzt der neue Überblick. Geh auch dann bitte auf Thorsten und genau. Denn da ist er schon dran und da kommt der Angriff schon. Das wird schon reichen, ne? Rechtskurve. Jawohl. Ja, es wird reichen. Marcel, der kann da nicht reinlenken, das sieht er auch. Steckt zurück und Thorsten Lobinger schon bei. Ja. Also, folgende Situation jetzt nach rund 29 Minuten noch auf der Uhr. Tim Heinemann führt vorne mit 9,3 Sekunden vor Thorsten Lobinger. Ja, da die beiden vorhin auch relativ vergleichbare Zeiten gefahren sind, wird das sicherlich sehr schwierig für Thorsten, diese 9 Sekunden wegzufahren. Tim, wenn er jetzt besser aufpasst, könnte das Ding gut nach Hause bekommen mit diesem doch satten Vorsprung von 9 Sekunden. Sehr, sehr erstaunlich. Ist ihm zugute gekommen, dass er natürlich im Starterfeld weiter vorne, da haben wir mal so ein nettes Fahrzeug gesehen mit Frischluft und es ist also der Fahrer, der hat keine Kühlprobleme, ne? Ich glaube, im normalen Rennen würde man den aus dem Rennen rausholen. Und da war auch noch einer hier, Kurt, da fehlt auch was. Ah ja, das sehen wir jetzt auch. Der ist rechts dran und der andere ist links. Nee, also, keine Ahnung wie, aber ist auf jeden Fall im realen Ding, dann würde es natürlich sofort hier. Das sind die Bio-Klimaanlagen, ne? Ja. Nee, die Tür war zu schwer. Da wollten wir ein bisschen Gewicht sparen. Ja, geht auch, ja. Ja, auf der 3 dann Marcel Janinowski, der kann den Speed nicht halten. Hat 3 Sekunden Vorsprung vor Lars Kober. Wollen wir mal die letzten Rundenzeiten vergleichen? Beide sind 21er Zeiten gefahren, aber Lars doch knapp eine halbe Sekunde schneller. Also, das wird nochmal mit Druck sein. Auch Wolfgang Hans im Schlepptum auf der 5 fährt schneller als Marcel Janinowski. Also Marcel kann nochmal richtig unter Druck kommen. Wo ist denn unser Freund Michael Heidorf? Hat der einen Boxenstopp gemacht? Der hat gerade einen Boxenstopp absolviert. Kleine Auflösung noch, warum jetzt die Wolfgang Hans und Lars Kober vorbei sind und Julian Kühn, der hatte da wohl einen kleinen Fehler und damit konnten beide Fahrzeuge vorbeiziehen. Ja, den Kontakt hält er auch noch. Also Julian ist noch in dem Bereich, setzt ihn nicht bis zur Position 3. Das ist, da müssen wir ihn mit zu zählen. René ist sicherlich ein bisschen raus aus dem Rennen, kann auch, aber fährt vergleichbare Rundenzeiten, kann aber nicht richtig Boden machen, ne? Ja. Beim Michael vermute ich, dass der vielleicht doch mehr Schaden hatte. Und er sagt, okay, bevor ich mich weiter quäle, wechsle ich halt die Reifen, hole frische Reifen und mache einen kleinen Reparaturstopp. Kostet mich zwar Zeit, aber vielleicht zeitmäßig kann er sich da vielleicht doch besser aufstellen. Vielleicht erhofft er sich das davon. Ja, etwas weiter hinten im Feld, da werden die meisten Fahrer wohl eher mit der Strategie, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, das Beste draus machen, Beschreibung, das Beste draus machen, die Fahrer probieren das Beste draus zu machen, durch die Startphase natürlich weit zurückgefallen. Thomas Mayer hat übrigens jetzt auch das Rennen aufgegeben, also steht auch in der Box. Markus Seufzer, Dustin Dini, Andreas Dahl. Ja, Schadensbegrenzung war das Wort, das ich gesucht habe. Die betreiben hier richtig heftig Schadensbegrenzung. Ulf Truschkat nun draußen wegen eines Unfalles. Das werden wir uns doch jetzt gleich nochmal anschauen, was da genau passiert ist. Da fährt er in die Bande.
und ist in der Box. Also da gab es wohl in dem Moment leider bei dem Fahrer einen kleinen Leck, deswegen konnten wir nicht ganz genau sehen, was da jetzt passiert ist. Wohl gegen die Bande gefahren und damit hat es das Auto zerschellt. Peter Osburg jetzt in der Box, könnte normaler Reparaturstopp sein. Es deutet jetzt eine Menge, wir gehen Richtung jetzt der Halbzeit und wie gesagt, strategisch ist etwas günstiger, schon in circa Runde 25 reinzukommen. Statt Runde 20, weil man natürlich frischere Reifen hat und sich dadurch natürlich etwas besser wehren kann. Und der ein oder andere Fahrer scheint das jetzt auch zu machen. Jörg Burkhardt war auch schon drinnen. Den vermissen wir eigentlich da vorne ein bisschen. Aber ich vermute, dass der Jörg einfach Schaden hat, ne? Auch Benjamin Sander, der kommt im Moment auch noch nicht so auf Speed. Ja, Marcel Jelenovs jetzt in der Box. Das war vielleicht die richtige Entscheidung, weil die Verfolger haben aufgeholt, die werden wohl demnächst bei ihm angekommen. Ah, der fährt hier durch, der hat eine Penalty bekommen. Das ist jetzt eine große Verwirrung. Also, Hermann, hast du eine Penalty-Strafe bei Marcel gesehen? Nein. Ich auch nicht, also das ist jetzt ein bisschen komisch. Vielleicht hat er mehr auf seinen Anzeigen, als wir es haben. Auf jeden Fall Durchfahrstrafe anscheinend für Marcel Jelenovski. Kann das sein, dass er ganz am Anfang... Julian Kühn ist draußen. Ah. Und da sehen wir es. Oh je, oh je, oh je. Was ist da los? Der lenkt das Fahrzeug nicht mehr. Nochmal. Bremst er an? Nee, passt alles. Aber... Ja, ist wohl unzufrieden mit Fahrzeug. Ich kann mir das jetzt gerade nicht erklären. Es sah jetzt gerade gar nicht so schlecht aus, oder Hermann? Das war sehr komisch jetzt. Also ich habe das jetzt nicht richtig interpretieren können. Vielleicht hat er in der Quippe ein Problem. Möglich, ja. Oder aus Versehen den Rückwärtsgang nicht belegt. Das wären ja alles... Ich habe ja alles schon erlebt. Auch selber schon solche Dummheiten. Ja, aber Rückwärtsgang ist gar nicht so abwegig. Also das passiert häufiger, als du denkst. Eben, ne? Also dass der mal nicht belegt wird. Wenn und jetzt fährt Marcel nochmal durch die Box. Was war das denn jetzt? Er hat er vielleicht seinen Startplatz verpasst? Nein, er fährt wieder durch. Oder? Nein. Er stellt sein Fahrzeug ab. Also Hermann, da musst du jetzt mal runter und ihn ans Mikrofon holen. Vielleicht gab es da in der R-Faktor her einen Fehler, weswegen ihm jetzt dutzende Strafen gezeigt wurden. Das habe ich auch schon mal erlebt. Aber das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Wir haben jetzt hier nichts sehen können. Es standen hier keine Penalties. Also werden wir jetzt mal probieren, ihn ans Mikrofon zu bekommen und ihn einmal genauer nachzufragen, was bei unserem Pro-Driver gerade falsch lief. Ja, hallo Marcel. Grüßt euch. Wir haben jetzt eben schwer gerätselt, was denn bei dir da passiert sein könnte. Das war eine ganz komische Kiste. Kannst du uns da aufklären? Ja, ich weiß nicht, ob mein Teammanager vielleicht die Boxencrew nicht bezahlt hat. Auf jeden Fall kam ich an die Box an und da stand keiner. Ha! Ja, und das war's dann wohl. Kein Spruch ja, mehr so im Auto. Ist das, wenn man geizig ist, liebe Zuschauer. Ja. Wir haben wohl zu viel Fete gemacht gestern Abend, Jungs. Ja, der René hatte alle mit nach Daytona genommen, ne? Ja, kann auch sein. Aber bis dahin war es wirklich ein geiles Rennen. Hat Bock gemacht. Ja, wir haben hier mit dir gefiebert und gezittert. Das sah recht gut aus. Zwar vielleicht noch mit dem Druck. Ja, ich hatte von also Lars oder so einen Bombenstart, aber dann gingen die Jungs Heidorf und Lobinger. War halt einfach kein Kraut gewachsen. Und Heinemann, die habe ich dann auch mehr oder weniger ziehen lassen, weil ich mir dachte, mein erstes Rennen unter Top 5 war eigentlich mein Ziel. Ja, war wohl nichts. Das wäre jetzt sicherlich drin gewesen. Also, wie gesagt, da wäre noch ein bisschen Druck vielleicht von Lars gekommen. Richtig, aber vielleicht Top 5 würde ich sagen, wäre drin gewesen. Wolfgang Hans, aber damit wäre auch der fünfte Platz noch drin gewesen. Und das ist echt schade, ne? Ja, ärgert mich gerade ein bisschen. Aber gut. Das kann ich natürlich verstehen. Und wir waren hier ratlos. Da fährt er durch. Und da fährt er nochmal. Fährt er den Platz. Also, wir haben uns eine Menge zusammengesetzt. Okay, wenn ihr. Sammelt mal ein bisschen draußen, ne? Und das, was im Pott kommt, dass dann die Mechaniker auch mal wieder bereit sind, für euch zu arbeiten, ne? Die werde ich jetzt erstmal in den Arsch treten, wenn ich sie sehe. Alles Gute für dich, ne? Alles klar, bis dann, ciao. Tschüss.
Ja, das war eine sehr, sehr interessante Kiste. Im Bild haben wir jetzt, oh, hier gibt es Stress um den Boxenplatz. Das sehen wir gerade. Oh, da kommt einer von hinten. Na, Litapot. Oh, oh, das könnte dann wieder noch Nachwehen haben. Was ist da denn los? Stau in der Box? Aber definitiv. Das hat Zeit gekostet und war übrigens auch ein Unsafety Release. Und ja, jetzt kommt der nächste, hä? Na, ja, das, aber geht das, gut, geht das geht ja gut, ja. Das geht, nee, das ist sehr ärgerlich für Wolfgang, wirklich, weil der hat dadurch eine Menge Zeit verloren, gerade auch in Bezug zu Tim Heidemann. Der war ja wirklich schon fast in Schlagdistanz. Oh, oh, was ist da los? Das gibt es nicht! Ist das... Das gibt es nicht! Ist das ein Revanche-Style oder sowas? Kannst du das mal zeigen? Mit Bernd Gessner gestoßen, oder wie? Tim Heidemann? Kannst du das so... Oh! Ja, der macht's also... Gut, das ist jetzt... Ja. Ja, da fällt keinem... Ja, da kann man vielleicht... Der Blaue wollte einfach nur die Spur wechseln und beide waren sich jetzt nicht einig, ne? Also... Ganz, ganz komische Geschichte. Mal sehen, ob wir den Tim noch bekommen für ein Interview. Der wird natürlich sehr glücklich zurzeit sein. Ah, der wird Ausrastverbot. Ja, hallo Tim, wir haben gerade die Szene mehrfach vor- und zurückgespult. Das ist ja ganz eklig unglücklich für euch beide da gelaufen. Also das war so dieses typische Nicht-Einig-Sein, ja? Das war nicht eine Szene, das waren zwei Szenen, einmal mit dem Dahl und einmal mit dem Kuh. Und das kann einfach nicht sein. Ja. Ja, man hat blaue Flaggen und da muss man einen noch vorbeilassen. Das waren zwei Szenen, die eine Top-3-Platzierung mindestens gekostet haben. Und das kann einfach nicht sein. Nee, wir waren auch ziemlich sprachlos. In das so, dass da das blaue Fahrzeug wurde jetzt zum Schluss rausgeschieden. Ja, das war Schmutthof. Ja, der wollte einfach nur die Spur wechseln, ob er sich dann irgendwie vorbeilassen wollte. Und dann hat das, wenn ich den Prisma positiv, hat es falsch vielleicht eingeschätzt. Aber lustig ist das halt leider nicht. Also du warst sicherlich absolut, also auf dem Podium fest betoniert, ne? Ja, das war nicht die einzige Szene. Ein paar Runden davor gab es auch eine Szene, genau in der, nee, ein paar Kurven davor. In der ersten Kurve, da wollte ich den Dahl überrunden und ja, da war mein Auto auch schon kaputt und da musste ich in die Box und seitdem war das Rennen eigentlich gelaufen. Ah, deswegen bist du früher in die Box als vielleicht geplant, ja? Ja, genau. Ein Reifen war kaputt und natürlich alle Aufhängungen. Oh, das war natürlich dann, na gut, dann ist die Chance natürlich schon da, schon vielleicht ins Wasser gefallen. Echt schade. Trotzdem muss ich sagen, super Rennen. Fährst hier einen tollen Stiefel. Piranhas, die sind super froh, dich zu haben. Seitdem wird ihr scharf gebissen, ne? Ja, erstmal Dankeschön und ja, ich bin im, also ich habe das Team ja gewechselt und ich fühle mich hier sehr wohl und ja. Kann ich nur sagen, toi 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 für die nächsten Rennen und natürlich nur dieses Quäntchen Glück dabei. Ne? Es ist natürlich auch bei diesen Stadtkursen nicht so einfach und ich will da niemanden in Schutz nehmen, aber ich weiß das auch aus der eigenen Erfahrung, man kann das manchmal falsch einschätzen. Und es ist dann trotzdem alles falsch, aber auf so einem Stadtkurs wird das dann natürlich gleich noch viel schwieriger und deutlicher als auf einer normalen Grand Prix-Strecke, wo dann doch die Ausweichmöglichkeiten wenigstens gegeben sind, ne? Ja, das stimmt, aber wenn man die blaue Flagge ja angezeigt bekommt von R-Faktor und eine Lichthupe bekommt von dem Hintermann, dann sollte man schon eigentlich Platz machen und das auch sehen. Und wenn man das nicht sieht oder nicht mitbekommt, dann... Ja, ist man entweder blind oder da ist was im Kopf nicht ganz richtig. Ja, sehr schade. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Rennen, dass es einfach clean läuft, ja? So wie im ersten Halt. Ja, danke schön und viel Spaß noch euch beim Kommentieren. Danke, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ja, also Hermann, kann Tim absolut verstehen. Meiner Meinung nach war das auch wirklich komplett ein Fehler von Coop. Da müsste er sich jetzt eigentlich entschuldigen. Ja, das wird es vielleicht auch, wir haben ja hier eine Jury und da wird es dann eventuell Nachwirkungen für geben. Wobei das hier immer so gehandhabt wird, wo kein Richter, also kein Kläger, dort auch kein Richter.
außer die erste Runde wird komplett kontrolliert, damit ein das nicht untergeht. Und natürlich werden Sachen wie Boxenausfahrten kontrolliert. Es werden Qualifikationszeiten kontrolliert wegen Karten und solche Dinge. Aber ansonsten bleibt es bei diesem Prinzip. Und hier sehen wir doch, in Lars kämpft mit Michael Heidorf. Wer hätte das gedacht? Hä? Um die. Na gut, Tim ist ausgefallen. Ja, ist draußen. Ich habe auch gerade von Markus Bruch, P1Gaming.de, eine Nachricht bekommen, dass es ihm leid tut im Cooper. Wir sind ja gerade in einem Teamspeak, dass er eigentlich Platz machen wollte. Hat wohl nicht so ganz geklappt, hat er ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Je nachdem. Ja, ist blöd gelaufen. Tim ist leider jetzt draußen. Und ja, das Auto rollt sich weiter. Lars Kober ist an Michael Heidorf dran. Ah, also der zweite Platz ist noch dicke drin. Ja, was mir vor allem auffällt, dass Lars Kober auf der Geraden sehr schnell unterwegs ist. Gerade in den Kurven. Und auch hier gewinnt Michael immer ein bisschen an Distanz. Aber wenn es ganz zu der Gerade geht, dann ist das Auto von Lars wirklich sehr stark unterwegs. Also können wir vorstellen, dass der sein Fahrzeug wohl eher auf Topspeed getrimmt hat. Das ist schon gut möglich, ja. Würde auch erklären, weshalb der Michael immer so stark auf der Bremse ist, weil er einfach mehr Flügel hat. Ja. Das natürlich ausnutzen kann. Wie gesagt, auch noch nicht entschieden. Also Michael Heidorf hat ja hinten auch ein kleines Luftloch. Das werden wir ja sehen, da fehlt die Motorabdeckung. Boxers. Also Thorsten Lobiger ist jetzt erstmal safe. Der kann jetzt mal, sag mal so, nicht mehr mit Vollgas, sondern er kann ein bisschen mit safe fahren. Michael Heidorf und Lars Kober sind doch zu weit weg. Und wir hatten ja gesehen, dass der Wolfgang Hans ein Riesenpech bei dem Boxenstopp hat. Die fehlen auch. Und 9 Sekunden auf Lars, also ist auch nicht glücklich für ihn gelaufen. René Nospickel, sensationeller Fünfter. Sensationell will ich nicht sagen, denn ich weiß, wenn René ein bisschen sich quälen kann und Training macht, dann ist er mit solchen Autos gut unterwegs und macht dann auch entsprechend gute Zeiten. Bild hier Markus Seufzer und Karl-Heinz Kluth. Ja, hinter ihnen nur noch Dustin Dini und Andreas Dahl, und dann war es das schon mit dem Feld. Leider aufgrund des Stadtkurses auch wieder sehr, sehr viele Ausfälle heute. Ja, Patrick wir das Lummer auch in anderen sehen. Mal gucken, ob ich den auch gleich kriegen kann. Der ist auch gerade ausgeschieden. Wenn wir zu den Stadtkursen kommen. Guck mal, ob du Verbindung verloren bekommst. Nee, Verbindung verloren. Also das sieht eher nach Connection-Problemen aus. Gerade. Oder halt. Ja, aber Patrick Lummer, der kam heute auch nicht so wirklich gut zurecht, muss ich sagen. Das Auto war ja auch schon demoliert im Hautrennen. Dass jetzt auch noch das Internet versagt, das ist natürlich auch nochmal doppelt bitter. Also Patrick ist heute auch auf der Liste von den Leuten, die wirklich mir ein bisschen leid tun, weil sie einfach nichts dafür können. Ja, Patrick war, soviel ich weiß, ein bisschen im Schneegestöber. Da hat er vielleicht nicht so viel trainiert und dann geht das natürlich gleich auf die guten. Und dann so eine Strecke hier, wo man wirklich, die man selten fährt, auch im Simracing-Bereich. Das ist ja nicht so was wie Hockenheim, Nürburgring oder Silverstone. Nein, da muss man dann sicherlich mehr Training reinstecken und dann wird es dann natürlich gleich deutlicher. Dann geht natürlich auch die Leistung gleich flöten. Lars Kober vorbei, nehmen wir jetzt hier übrigens an Michael Heidorf. Ja, hat es geschafft. Und Lars gibt Gummi. Michael kann den Speed im Moment nicht halten. Lars fährt deutlich zügiger im Moment. Kann natürlich sein, dass Michael einfach auch schon zu viel geschädigt. Er wird drei Kreuze machen. Ich bin Dritter hier, das ist ja unglaublich. Weil er hat natürlich auch ein bisschen profitiert durch ein paar Umstände, wie zum Beispiel den Ausfall von Tim, Heinemann, aber so ist es dann halt mal, ne? Das gehört zum Rennsport halt dazu.
Wir haben jetzt noch 17 Fahrer im aktuellen Ringgeschehen. Und 10 Minuten jetzt auf der Uhr. Ich glaube, da hat sich gerade Michael Heidorf weggedreht. Ja, Michael Heidorf Auto scheint da nicht mehr so ganz gut zu laufen. Gucken wir mal, was da passiert ist. Aha. Ja. Oh! Ja, hat das war so eine Sache, dass das. Er hatte einen. So eine Sache, dass das läuft schon mal richtig. Gehabt, ne? Und dann einmal wischt, das ist einfach richtig ärgerlich. Vielleicht nochmal für die Fans von René Rast. Wir haben also noch 30 Minuten bei den 24 Stunden von Daytona. Und jetzt vor 30 Minuten liegt der René Rast mit seinem Team, fährt ein GT-Fahrzeug, also kein Prototyp, Audi Sport. Und zwar für das APR Motorsport Team ein Audi R8 Grand M. Da ist er noch in der Lead Lap, hat 50 Sekunden Rückstand auf den Führenden in dem, und zwar ist das Schwesterteam, auch ein Audi R8, auf den Führenden in der GD-Liga. Da muss man natürlich abwarten, da kann ja immer noch was passieren. Landstreckensport ist eine heiße Kiste, was gerade noch bis zur letzten Runde können Dinge passieren. Aber ja, das Team war ein bisschen gebeutelt, hatte schon heute im Laufe des Tages verfolgt, beim Rad nicht richtig draufgesessen, da hat die Bremsscheibe, da musste man rein, die Bremsscheibe wechseln, so ging das mehrfach, dann gab es ein paar Penalties, wegen Boxenausfahrt, zum Beispiel wegen roter Ampel, ne? Wir lachen hier über Simracer, ja, aber echte Racer machen auch solche Sachen, oder es wurde mal das Safety überholt, gab es wieder eine Penalty. Unterm Strich sind sie sehr glücklich bedient, dass sie in der Lead Lap noch sind und das Auto läuft, sie sind im Rennen. Fünfter Platz ist sicherlich gut. René hat immer sehr gute Rundenzeiten im Team gefahren. Das mal als kleines Feedback. 8 Minuten Vorschluss hier beim Porsche Cup für die René Rast Fans. Ja, Karl-Heinz Kluth bekam eine Penalty-Strafe, wird also einmal durch die Box fahren, verliert damit den Platz an Kurt Kupp, ist gerade auch passiert. Allgemein sehen wir die Fahrer hier hinten, die sind schon nicht mehr so mit von der Musik, da fährt hier jeder sein eigenes Rennen. Klar, geht auch ziemlich schnell beim Schoß, dass man dann eben eine Runde zurückklickt. Vorne Thorsten Lobingl gefochten auf der Spitze, Lars Kober ist Zweiter mit ca. 10 Sekunden Rückstand. Und dann gibt es schon größere zu Wolfgang Hans, erste Mal, ganze 10 Sekunden, bisschen mehr als 10 Sekunden. Dahinter dann René Nospickel, der ist fast 20 Sekunden entfernt. Ich denke, hier haben wir die ersten 3 sind fix, oder? Hermann? Ja. Kam das gerade nicht an, was ich gesagt habe? Nein. Ach, ärgerlich. Hatte ein technisches, ich hatte hier ein Blackout. Sorry. Ja, kein Problem. Irgendwie ich auch. Vielleicht spielt gerade der TeamSpeak-Server ein bisschen verrückt. Was ich eben gerade erwähnt habe, ist, dass eben die ersten 3 ziemlich fix sind. Also, ob da steht ein Fahrzeug. Oh, das ist, ich glaube, Philip Moore ist das. Philip Moore, ja. Der Gelbe, ja. Der kämpft aber schwer, dass er überhaupt wieder in Richtung kommt. Der fährt aber voll da rein. Eieiei. Wow. Der hatte auch jetzt aber richtig einen Blackout gehabt. Ja, der kann natürlich nicht einfach umdrehen, das ist ganz klar. Hat aber gut gelöst, muss ich sagen. Ja, knapp 5,5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Die ersten 3 Plätze sind schon relativ fix. Bo Lars Kober nach wie Zeit verliert auf Thorsten Lobinger. Der fährt einfach super.
Und das zweite Ding, wenn alles gut läuft, würde sich auch noch holen. Das wäre der Doppelsieg, Tagessieger des heutigen Abends. Und das wäre mal richtig, richtig, richtig nette Ankündigung von Thorsten, der ja gerade eben im Sprintrennen sein erstes Rennen bei SRD gewonnen hat. Und jetzt schickt er sich gerade, das zweite auch noch zu holen. Ja, letztes Wochenende schon, wie gesagt, zweiter Platz. Ist ein bisschen schade für den Tim. Also ich hätte mir lieber nochmal einen Zweikampf gewünscht, aber so ist es halt ausgegangen. Thorsten wird's recht sein, kann er in Ruhe nach Hause fahren, so ist das mal. René Nosfeld jetzt sensationell Vierter, ja. Der wird auch mega happy sein, wenn noch einer ausfällt, das ist alles möglich. Ja, dann steht er schon auf dem Podium, ne? So schnell geht das, ja? Ja, natürlich. Durchhalten ist sowieso die Devise bei Straßenkursen. Diese ja, Mentalität. Und Konstanz so ein bisschen, ne? Ja, richtig, genau auch noch. Fahren ist die eine Sache, durchkommen natürlich die andere. Und wer das schafft, der hat in Straßenkursen immer gute Karten. Manchmal gerät das ein bisschen in Vergessenheit, weil jeder probiert natürlich so schnell wie möglich zu fahren. Aber manchmal ist es auch ganz gut, vielleicht bei der einen oder anderen Kurve, die doch schon sehr gefährlich ist, immer ein bisschen das Gas rauszunehmen. Ja, vielleicht gehst du mal nach hinten durch mit der Abstandsanzeige, dass wir vielleicht sehen, vielleicht ist nochmal was Enges, weil in den Top 8, die also die alle in einer Lap sind, da passiert zurzeit nichts, das ist tote Hose, das hat sich konsolidiert. Ja. Da haben wir doch keine kleinen Abstände. Da, hier haben wir nochmal ein Package hier. Da geht es nochmal zur Sache, das war jetzt Philipp Mohr. Luca Borngesser, der Karl-Heinz auch noch dabei. Nein, also der Luca hier im auffälligen Piranha-Design. Ja, also Philipp Mohr ist allzu weit weg von Luca Borngesser. Und deswegen ist das auch noch der letzte Zweikampf gegen Ende des Rennens. Vorne ist ziemlich alles fix. Jetzt ist die Frage, schafft es Luca hier noch auf den 11. Platz? Punkte an sich gibt es ja bis zur 15. Position. Also es geht hier nicht darum, in die Punkte zu kommen. Da sind beide schon drin. Der 11. Platz und jetzt probiert es Luca außenrum. Philipp verbremst hier sehr, sehr stark und dadurch kommt Luca noch vorbei. Dahinter haben wir auch Karl-Heinz Kluth übrigens, der da von den beiden auch nicht mehr so weit entfernt ist. Also dieses Dreiergespann bildet hier nochmal die actionreiche Schlussphase des Rennens. Dem 11. Platz bekommt man im Moment 5 Punkte. Also bei der Dreher von Philipp Mohr, der jetzt auch in die Box einkehrt. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was das große Problem war. Kommt hier neben die Strecke einfach. Vielleicht sind es die Reifen, die einfach jetzt total runter sind, sodass er kaum mehr einlenken kann. Wenn die Reifen natürlich enorm abbauen, dann geht das Lenken nur noch sehr, sehr schwer. Also muss das Auto eine weitere Kurve drehen, einen größeren Radius drehen. Und deswegen holt er sich hier vielleicht jetzt nochmal neue Reifen. Und ist jetzt auch schon wieder auf der Strecke. Ja, auffällig ist letztendlich, dass der bis zur Position 7, die haben alle einen regulären Boxenstopp gemacht. Danach sehen wir laute Leute, die meisten schon mit zwei Stopps, weil sie dann Reparaturstopps dabei haben. Die haben aber dann wenigstens noch überlebt, denn wir haben ja gesehen, dass es viele Ausfälle hier im Hauptrennen gegeben hat. Überraschend viele Ausfälle. Wir haben ja viele Porsche-Rennen jetzt gesehen mit relativ wenig Ausfällen mit diesem starken Ritt. Aber hier zeigt sich doch, dass wir diesen Kanal haben, dass rechts und links eine Mauer ist. Außer hier an dieser Stelle, aber sonst alles sehr eng. Und das muss dann passen. Und wenn es nicht passt, dann rappelt es natürlich gleich. Die Strecke ist schon sehr, sehr spezifisch. Und man muss einfach
aufpassen, höllisch. Es ist nicht nur bedingt durch andere Fahrer, sondern wir haben gesehen, dass man hier selbst das Auto wunderbar alleine wegschmeißen kann und natürlich auch gleich richtig zerstören. 26 Sekunden auf der Uhr. Thorsten Lobiger, jetzt vielleicht schon in der letzten Runde. Der Timo wird uns da vielleicht gleich aufklären, ob wir Thorsten jetzt schon gleich abwinken sehen. Ja. Was ist da los, Leute? Verzieht sich ganz schnell von der Strecke. Und jetzt muss er noch eine Runde fahren. Oder bremst er? Ist er clever? Ja, er ist schon drüber. Die Zeit ist schon abgelaufen. Thorsten Lobiger. Bursche. Vielleicht war der. Vielleicht kam er dank des Drehers nicht vor Ablauf der Runde Zeit. Stell dir vor, er hätte jetzt noch eine fahren müssen. Vielleicht wäre das Auto stark beschädigt gewesen. Bitte, Hermann. Na? Enge Kiste hier. Wow. Ja. Das war hier Markus Seufs, ne? Der sich da gedreht hat. Ja, ja, der natürlich wollte dann auch gegenüber wegfahren. Keinen Wurf, da kann man so sich gerne mal drehen, das haben wir auch vorher gesehen. Er wollte wegfahren, aber so schnell kommst du nicht immer so schnell natürlich auch weg, ne? Ah, ja, ja, es ist große Problematik an der ganzen Wow. Ja, Glückwunsch an Thorsten, das ist mal was, ne? Also, ja, wenn hätte dann anders ausgehen können, ne? Doppelpack, ja. War eng nochmal am Ende. Wer hätte gedacht, dass es nochmal so spannend wird. Aber das war's. Thorsten Lobinger gewinnt. Herzlichen Glückwunsch. Lars Kober wird verdienter Zweiter. Wolfgang Hans auch sehr stark unter dem Podium auf der dritten Position. René Nosbigel haben wir ganz vergessen. Der hat heute ein super Rennen hingelegt. René, super Ding. Vierter Platz für ihn. Lennart Kaiser ist Fünfter. Peter Osburg wird Sechster. Ruben Denker Siebter. Michael Heidorf wird Achter nach vielen, vielen Problemen leider. Neunter wird Benjamin Sander. Zehnter Jörg Burkhardt. Elfter wird Luca Borngesser. Philipp Mohr wird Zwölfter. Karl-Heinz Knut ist 13. Markus Seufzer wird 14. Kurt Kub 15. Dustin Lini 16. Lief bei ihm sicherlich auch nicht ganz optimal. Andreas Dahl dann mit weit, weit, weit großem Abstand als 17. noch vor den Ausgefallenen. Ausgefallen sind Patrick Lummer, Tim Heidemann, Marcel Jelinowski, Julian Kühn, Ostruschkat, Thomas Mayer, Oliver Scharlach, Max Melanet, Markus Bruch, André Eisenhut und Bernd Giel. Viele Ausfälle, ist aber auch im Straßenkurs, daher verkraftbar. Und ich gebe ab an Hermann. Ja, und wir sind ja auch schon zur Pressekonferenz des zweiten Laufes. Der Sieger hier des Podiums in Adelaide, Australien. Und herzlichen Glückwunsch an Thorsten Lobiger. Und der Sieger des ersten und zweiten Laufes, also ein Doppelsieg heute eingefahren. Fantastische Leistung. Sicherlich auch gehörte da auch eine Portion Glück dabei. Der Tim hatte heute weniger Glück, gerade in so einem zweiten Rennen. Aber Thorsten hat alles sauber schön nach Hause gefahren. Außer, und jetzt müssen wir mal nachfragen, was sein Herzschlag macht, ob der noch bei 200 Puls hängt. Thorsten, ist der noch bei 200 Puls oder bist du schon runtergekühlt wieder nach der letzten Runde? Ah, das geht schon wieder. Geht schon wieder, ist alles okay. Aber das war schon eine interessante Situation, ne? Dass, wenn du noch mal eine Runde hättest gurken müssen, wer weiß, wie das Auto besteht, da war der Lars plötzlich wieder da, ne? Ja, dann hätte man mich wahrscheinlich noch überholt, ja, das ist richtig. So schnell geht das, ja. Wir glauben, das ist Markus Seufzer, weil der wollte ja auch wegfahren, pudern und wie ein Begaster, aber es ist halt so, man kann nicht immer so schnell reagieren und dann bist du da. Und dann war es dann im Endeffekt doch recht glücklich und ich denke mal, aber unterm Strich ist der Thorsten heute mega zufrieden, oder? Der Shampoo ist knallt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe nicht damit so gerechnet, dass ich so weit vorne reinfahren kann, hier auf der Strecke. Ja, aber du hast das Auto auf der Strecke gehalten, hast keine Fehler im Großen und Ganzen gemacht. Das hat schon zum ersten Sieg geführt. Der kleine Mini-Fehler vom Tim hat schon ausgereicht. Jetzt hatte der Tim sehr viel Pech. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Deswegen erwähne ich es mal kurz. Mit zwei Überrundungen. Und das führte dann zum Ausfall. Und das gehört natürlich auch dazu. Dieses Quäntchen Glück muss man dabei haben, ne? Und letztendlich, Thorsten hat es nach Hause geguckt. Ja, da werden wir mal sehen, wie es die nächsten Runden ausgeht. Wenn das schon nicht mitrechnest, dann werden ja die nächsten noch viel einfacher für dich, ne? Na, Portimao auf keinen Fall. Das ist meine Hassstrecke. Da wird wahrscheinlich nicht viel funktionieren. Ach so, du bist dann seekrank wegen diesem Hoch und Runter, oder wie? So sieht's aus. Alles klar, verstanden.
Ja, also die Strecke hat ein bisschen auf und bergab, um das zu erklären, wer es nicht weiß. Und der eine mag sowas vielleicht, und da gibt es auch blinde Kurven. Und das ist so ein bisschen auch Richtung Brands Hatch. Magst du denn Brands Hatch? Das ist so ein bisschen was Ähnliches teilweise. Magst du das? Ja, da bin ich auf jeden Fall besser als in Portimao. Also Portimao hatte ich bisher nur schlechte Rennen. Okay. Also toi 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 für die nächsten Rennen und nochmal herzlichen Glückwunsch an Thorsten Lobiger. Kommen wir jetzt zum zweitplatzierten Lars Kober. Ja, ich glaube, Lars, willst du jetzt mehr sagen, außer dass du mega happy und glücklich und zufrieden bist? Wenn du möchtest, ja. Das überlasse ich dir. Ja, super. Nee, ich habe also ein komplettes Setup umgebaut, also ganz anders als, ich sag jetzt mal, in Valencia und in Daytona. Daytona war gar nicht so mein Ding gewesen. Dieses Eckige von Adelaide liegt oder lag mir jetzt sozusagen ganz gut. Hatte eine kleine Schrecksekunde. Ich hatte auch die Reifen im ersten Stint ein bisschen zu stark abgefahren und hatte mich dann halt auch gedreht, kurz vor Start und Ziel. Konnte dann aber sofort in die Box fahren. Gut, Boxencrew war dann nicht fertig gewesen. Hatte dann halt dann 6 Sekunden länger als normal gestanden. Bin dann hinter dem Micha rausgekommen, war aber zunächst froh, dass mein Auto noch funktionierte. Und der Micha muss, glaube ich, im Rennen mehrere Fehler gehabt haben oder einen großen, weil er war halt ein gutes Stück langsamer. Also ich denke mal, dem sein Auto war nicht mehr topfit. Und ich hatte dann halt dann versucht, ihn noch ein bisschen unter Druck zu setzen und bin nicht zu viel Risiko eingegangen. Und er hat dann den Fehler gemacht. Ja, und dann war ich halt Zweiter und dann habe ich halt noch geschaut, dass der Wolfgang mir nicht dicht daran kam. Aber das war schon mal so und dann war er wieder ein bisschen weiter weg. Im Endeffekt sehr, sehr froh mit Platz 3 und Platz 2. Gute Punkte eingefahren und ja, jetzt schauen wir mal weiter. Also ein zufriedener Lars Kober, nochmal herzlichen Glückwunsch. War tatsächlich auch für dich als Info noch so, Michael Heidorf hatte wohl vorher schon mal Kontakt, hatte auch einen Reparaturstopp, beziehungsweise hat den Stopp auch dadurch vorgezogen und letztendlich war er dann doch mit stumpfen Waffen. Ein glücklicher, zufriedener Lars Kober. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zum drittplatzierten Wolfgang Hans. Ja, Wolfgang hat sicherlich so ein bisschen Auf und Abs gehabt. Da wird uns auch vielleicht das eine oder andere noch erzählen können. Mal im Gegensatz auch zum ersten Rennen. Da warst du nicht so ganz gut dabei. Auch sicher mal mit dem Lack. Das war vielleicht nicht ganz da auf deiner Seite. Aber zweite Rennen unterm Strich, glaube ich, jetzt doch ein zufriedener Wolfgang Hans, oder? So kann man es ausdrücken, Hermann. So kann man es ausdrücken. Danke. Ja, darfst doch was hinzufügen, wenn du möchtest. Ach, Hermann, ich könnte gerade ein Buch schreiben. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das Quali völlig verwachst und überhaupt nicht auf Rundenzeit gekommen und auch gewundert, dass dann Michael irgendwie ganz knapp nur vor mir stand. Der hat dann wahrscheinlich genauso wenig hinbekommen. Vom Lars war ich überrascht. Den hätte ich gar nicht so weit vorne eingeschätzt dieses Wochenende. Ja, so ging es dann von sehr weit hinten los im ersten Rennen und dachte ich einfach nur Startplatz 8, den fährst du nach Hause, um im zweiten Rennen mit meinem schlechten Start vielleicht Platz 2, Platz 3 nach Hause retten zu können. Ja, da ging es aber vor bis auf 4, glaube ich, im ersten Rennen, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, bin eigentlich nur auf Vorsicht gefahren und habe durch viele, viele andere profitiert. Ja, und im zweiten Rennen, wie immer, schlechten Start gehabt, war dann ein bisschen verärgert, aber genauso ging es dann auch wieder nach vorne, also mehr als happy und ich glaube in den ersten gefühlten 2000 Runden dann mit Lars und einem Kollegen vom Fanatec-Team gekämpft. Also das war allererste Sahne aus meiner Sicht. Ich glaube, Lars habe zweimal ein bisschen bemerkbar gemacht, dass ich da bin und eigentlich vorbei will, aber ich hoffe, das war alles im Rahmen und also super. Ja, hoffe ich auch. Ja, hoffe ich auch. Also diese schnelle Rechts, wenn ich gerade mal so einhaken darf, also ich wusste nicht genau, wo du warst. Ich weiß nur, du warst sehr dicht bei mir und ja, muss man mal gucken, wie eng es dann war, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. War ein geiles Wochenende. Mit den Überrundeten muss man nachher nochmal ein bisschen schnacken. Also da muss nochmal deutlich was passieren. Da hat es ja leider auch mein Teamkollegen dadurch zersemmelt. Ich wurde in der Box dadurch aufgehalten, weil irgendein Kollege seinen Boxenplatz überschätzt hat und stand auf einmal auf meinem und wollte dann rückwärts fahren. Da stand ich dann aber schon und naja. Ja, das ist gut, dass du es erwähnst. Das wäre noch eine Nachfrage jetzt gerade nämlich von mir geworden, weil wir haben diese Szene im Stream voll eingefangen. Ich sage, was ist denn hier los? Ja, da hast du ja mega letztendlich den Kontakt zum Lars verloren, weil das hat uns auch ein bisschen jetzt hier, den Timo und mich, ein bisschen geärgert, weil wir hätten gerne gesehen, wie das eher auf der Strecke auskämpft. Aber das hat einfach definitiv zu viel Zeit gekostet, ne?
Definitiv, ja. Also ich habe meinen Boxenplatz gesehen und habe schon geschrien, oh nein, der steht auf meinem Platz, und fahre dann dichter ran und denke, tatsächlich, der steht auf meinem Platz, na warte es mal. Und dann macht er einen Rückwärtsgang rein und fährt einen Boxenplatz zurück und ich konnte auf meinen rauf. Aber wie du sagtest, das hat einen einfach unheimlich viel Zeit gekostet. Genau eine Überrundung, die mich einen halben Dreher gekostet hat. Klar, auch meine Schuld. Aber so ist das. Lars hatte sowieso einen Speed an den Tag gelegt. Den hätte ich bis zum Ende, glaube ich, gar nicht mitgehen können. Ich glaube, am Ende kam ich ran. Aber ich glaube, Lars hat auch immer ein bisschen gepusht und hat mich einfach mit seiner Nase umgeführt. Ja, wir haben also mitbekommen, dass Marcel Jelenowski keine Mechaniker hatte, und der Lars, haben wir ja gesehen, der hat sein Auto komplett umbauen lassen. Deswegen war der so schnell, und der Marcel musste aufgeben, weil er halt keine Mechaniker am Boxenplatz hatte. So schnell ist die Welt halt anders, ne? Und überraschend. So ist das, ja. Kleiner Carlo am Rande. Ja, ich wünsche euch dann alles Gute und herzlichen Dank für das Interview. Und noch haben wir alles durch, Timo, ne? Oder? Ah, wir haben noch Kurt bei uns, der noch was loswerden möchte. Okay, dann wollen wir dem Kurt auch nochmal Gelegenheit geben. Ich denke mal, es geht um die Situation mit Tim. Und vielleicht, wenn du da noch was sagen willst, wird sicherlich jetzt dadurch nichts ändern, aber wollen wir dir doch die Gelegenheit geben, da nochmal deinem Herzen freien Lauf zu geben, Kurt, wenn du da nochmal einen Satz zu sagen möchtest. Jo, ja, erstmal natürlich ein richtig fettes Sorry an den an den Tim Heinemann. Ja, es war natürlich nicht Absicht. Ich wollte die Ideallinie frei machen, aber das ging mir ordentlich in die Hose. Und ja, für ihn hat es natürlich den Sieg gekostet und gibt natürlich keine Entschuldigung, war meine Schuld, ist klar. Und ja, dann rechne ich natürlich mit einer Strafe, ist auch völlig okay. Und ja, wirklich ein richtig fettes Sorry. Ich werde mich wahrscheinlich gleich auch nochmal bei ihm persönlich entschuldigen. Und ja, das wollte ich nur nochmal loswerden. Ja, was wir damit auch erreicht hätten, alles klar, ist fair, und wir haben, wie gesagt, ich unterstelle keinem hier Absicht erstmal. Sicherlich muss man dann auch trotzdem bestraft werden, das siehst du dann halt auch so, und die Schuldfragen sind geklärt, hilft aber dann auch nicht weiter. Trotzdem nochmal schönen Dank, dass du hier nochmal Stellung zu bezogen hast. Jo, kein Problem. Ja, und dann möchte ich mich eigentlich schon verabschieden bei allen Zuschauern draußen. Sage einfach nochmal einen wunderschönen Sonntagabend. Wünsche euch eine fantastische Arbeitswoche und sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Da geht der Timo gleich drauf ein. Da bedanke ich mich wie immer natürlich bei meinem Lieblingsmoderator Timo Frank. Gruß, euer Hermann. Ja. Danke, Herr. Kurze Erwähnung noch für nächstes Mal. Also weiter geht's hier bei uns bei SRD mit dem Lauf 4 in Portimao. Das wäre dann genau in einer Woche am 3. Februar wieder um dieselbe Zeit, 19 Uhr, geht's so etwa los. Wieder mit uns beiden, Hermann und mir. Mir hat's mordsmäßig Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heiße Action gibt bei der SRD. Und kleine Information noch, René Rast ist derzeit Fünfter für diejenigen, die es interessiert. Und mit diesen Worten, jetzt im Moment gerade Vierter geworden, also ja. Das geht voran hier. Dann drücken wir da nochmal dicke die Daumen für unseren SRD-Kollegen. Und der dritte Platz ist nur eine Sekunde weg. Also dann vom SRD-Stream direkt in den Livestream von, weiß nicht gerade, welcher Anbieter der da gerade streamt. Speed TV. Ja. Also. Da muss man sich vielleicht mit dem Live-Ticker begnügen. Wo es den jetzt gibt, weiß ich leider auch nicht. Den gibt es auf grand-m.com. Alles klar, dann sofort dorthin und unseren SRD-Kollegen die Daumen drücken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis in einer Woche. Ciao.